Salut Freunde, ich bin's Marcel von Gannikus. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute zu Gast Steve Bentin. Und bevor es losgeht, kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben am Sonntag ein neues Produkt für euch auf den Markt gebracht. Und zwar die Steam Caps. Hierbei handelt es sich um einen Stimulantienbooster in Kapselform. Also perfekt für alle, die keinen Bock haben, einen Booster zu trinken und eben hohe Mengen an Flüssigkeiten zu sich zu nehmen. Und auch an alle, die so, ich sag jetzt mal, geschmacklich sehr, sehr sensibel sind. Denn hier, das Ganze ist einfach in Kapselform. Zwei Kapseln beispielsweise vor dem Training rein und ab geht die Luzi und die geht wirklich ab. Warum? Weil wir hier eine Stimulantienmatrix enthalten haben, die auch bei Leuten anschlägt, die gerne Käffchen, ihr seht diese ultimativ coole CEO-Tasse und Energy Drinks als Beispiel zu sich nehmen. In diesem Sinne, checkt da auf jeden Fall den Shop aus. Außerdem Wiederauflager, Multi-Backup, Readapt-Stack, Melatonin, also einige Produkte, die ausverkauft waren, könnt ihr euch nun wieder gönnen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Gannikus Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest, and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Gannikus. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Gannikus Podcasts. Ihr habt mich eigentlich schon penetriert, seit ich damals den Podcast übernommen habe. Also fast 2 Jahre, dass ihr unbedingt Steve Bentin im Podcast haben wollt. Und heute ist er endlich am Start. Mr. Masse, höchstpersönlich, Steve, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Gannikus Podcast. Danke, Danny, danke. Jawohl, hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ja. Es war jetzt gerade schon ein größeres Dilemma mit der Technik. Der Steve ist auf jeden Fall kein ITler und wird es wahrscheinlich nicht mehr. Nein, absolut. Nee, werde ich nicht mehr. Nee, ist auch, ich bin auch da, auch will ich auch gar nicht. Also ich lasse alles meine Freunde machen oder sowas. So mit, ich bin ja auch hier mit, ich habe noch einen Walkman. Also so ein, wenn es danach geht, so, weißt du? Also mit Musik richtig und so. Mit Kassette. Ja, fast so. Also da bin ich auch, will auch so bleiben, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, ist ja auch gut. Ich bin da ein bisschen stolz drauf, in der 80er geboren zu sein, so ein bisschen. Da war noch die Welt in Ordnung. Bin ich auch noch? Anders. Ich bin auch noch in den 80er geboren, aber das letzte Jahr. Oh, 89er, ja? Ja. Ja, siehste. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, kenne ich das noch mit, gehe ich noch in Training mit Walkman oder mit, wie heißt das? iPod oder Pad oder wie heißt das? Discman ist dann noch älter, aber MP3-Player machst du noch. Die machen wir alle auf. Wie heißt das Ding hier? Spotify. Die Liste im Handy praktisch, ne? Im Handy die Liste. Ja. So ist es dann. Mhm. Ja. Naja, und ich hab da mit sowas. Das Einzige, wo das Handy benutzt, ist für WhatsApp, Telefonanrufe und ich gucke ab und zu noch so Filmchen auf dem Handy, verstehst du? Also so, wenn ich alleine bin. Kennt man. Ohne Freundin. Dann gucken wir mal einen Film. Dann gehe ich das auf machen wir X, heute nicht. X. Nein, heute reden wir über Bodybuilding und über mich wahrscheinlich. Ja, ich hoffe, du bist nach den Wettkampfstrapazen gut genährt, dass wir 1-2 Stunden quatschen können, weil gerade solche längeren Formate, die gibt's mit dir fast gar nicht, aber vorhin in deiner Story habe ich noch gesehen, du hast ausgiebig mit Nutella und Croissant und Pancake gefrühstückt. Ich habe sehr gut gefrühstückt, ich bin fit und zu Hause habe ich hier noch ein paar Gurken. Ja, okay. Falls ich unterzuckere. Ja, das passiert ja auch immer gern bei euch. Bei uns Bodybuilder, genau. Jawohl, ich nehme so Insulin, so Kram, halte ich nicht so viel von. Da reden wir später noch drüber. Vielleicht fangen wir mal mit dem aktuellsten Thema an, und zwar mit der Wettkampfsaison. Du kommst ja gerade frisch aus Alicante zurück, hast da an der Europa Pro teilgenommen und den 4. Platz geholt. 4 Wochen vorher war die Portugal Pro, da wurdest du 2. Olympia-Quali ist im Sack. Wie siehst du selbst die beiden Wettkämpfe, wenn du es so rückblickend betrachtest? Ich sehe die beiden Wettkämpfe als Erfolg, sage ich mal so. Ich denke, ich habe bei beiden Wettkämpfen ein gutes Paket auf die Bühne gebracht. Jetzt beim letzten Wettkampf bin ich natürlich nicht so zufrieden mit dem Ergebnis, sage ich mal so. Mit dem Verlauf, sage ich mal, überhaupt nicht so zufrieden. Aber im Endeffekt bin ich mit dem Endergebnis jetzt, dass ich die Olympia-Quali geschafft habe, schon sehr, sehr glücklich und freue mich jetzt demnächst zum Olympia, Mr. Olympia zu fliegen zu können. Da kommen natürlich noch ein paar Sachen jetzt auf mich zu, hier impfen, tralala, blablabla, rüberfliegen, alles dies, das.
habe ich noch ein paar Torturen auf mich und auch wieder ein bisschen noch Diät. Ich habe ja schon lange Diät jetzt gemacht. Habe alleine bis zu Portugal Pro habe ich ja schon 16 Wochen Diät gemacht und war schon vorher ganz schön dick gewesen und habe da schon Probleme gehabt, on point zu kommen. Und habe dann nochmal 4 Wochen, also ich habe jetzt schon 20 Wochen Diät und jetzt nochmal 8 Wochen Diät nochmal ranhängen. Also wird ein langes Diätjahr, war es auf jeden Fall dann. Mhm. Portugal war ja unterm Strich eigentlich noch knapper. Hattest du das Gefühl, dass du dort auch den Sieg hättest schaffen können? Warst ja Zweiter, der andere sah schon gut aus, aber ich denke, man hätte auch ein Argument finden können, dich auf 1 zu setzen. Wie sahst du das? Ja, habe ich im Nachhinein ja auch oft gehört und habe auch gesehen nochmal auf den Videos. Ist halt Geschmackssache. Der andere hat eine schöne schmale Taille gehabt, schöne runde Beine und ja, der hat halt, ist halt ein anderer. Ist halt so ein Typ, der mehr so, wie soll ich sagen, andere Körperlinie noch einfach. Aber das ist halt Bodybuilding, das ist halt Geschmackssache und ich hätte ich auch. Also wenn man, klar, meine Beine jetzt waren jetzt geteilter als seine in dem Sinne noch und hier und da ein bisschen alles konditionierter, sag ich mal so. Aber es ist, wie es ist. Sie haben ihn jetzt auf den ersten gesetzt und mich auf den zweiten. Und der zweite war für mich trotzdem ein Erfolg, sag ich mal. Für mich war das Ziel in Portugal Top 3. Viel schlimmer war jetzt hier der Wettkampf in Alicante. Da war mein klares Ziel zu gewinnen, meinen ersten Profisieg einzusammeln. Und ja, das ist dann halt, sah halt erstmal ganz gut aus nachher beim Vergleichen. Und ist dann natürlich ganz anders geendet. So, das war natürlich jetzt so, von der Sache war ich da ein bisschen... Habe ich mir gedacht, nein, also auch für die Quälerei, die ich nochmal durchgezogen hatte, war das schon, ja, ein Tritt in den Arsch, sag ich mal ganz klar. Muss ich so. Was ging in dir vor, als du am Ende nur Vierter wurdest? Die Scorecard war ja relativ eindeutig, aber du warst ja selbst auf der Bühne und da hat sich für mich so ein bisschen ein anderer Eindruck ergeben als nachher in der Wertung, vor allem in Bezug aufs Prejudging. Genau. Also wie gesagt, die Wertung so habe ich nicht verstanden. Sie haben mich ja bei diesen beiden Wettkämpfen ist sowieso alles ein bisschen anders. Normalerweise sind die Profi-Wettkämpfe ja früher immer sonst so gewesen, dass du morgens die Vorwahl hast. Mhm. Das ist dann sozusagen die Vorwahl, die eine Scorekarte. Und dann zählt nochmal normalerweise sagt man bei den Profis, morgens ist das Ding durch. So praktisch, da ist die Vorwahl, also diese erste Runde ist ja die Präsentationsrunde, wenn die Leute nebeneinander stehen, das ist so die erste Runde, die Symmetrie-Runde sagt man auch. Und dann ja die zweite Runde ist die Vergleiche, wenn dann die Kampfrichter die Jungs aufrufen, Nummer 23 Stipentin, Nummer 25 Hans-Peter so und der und der. Und dann nachher, wo man dann auch in die Mitte gestellt wird, der in der Mitte ist, ist dann um Runde Erster, sag ich mal so. Und dann ist das Ding eigentlich bei den Profis immer schon gelaufen. Dann machen die noch zwar am Abend ihre Kür, aber die ist halt nur so fürs Publikum, die wird nicht gewertet. Das war früher bei der Amateure anders. Aber bei den Profis, wie gesagt, wird die Kür gar nicht bewertet. Jetzt in Alicante war so, bin ich auf die Bühne gegangen und die Kür habe ich gemacht. Da war kein Kampfrichter, ein Kampfrichter saß da unten und hat irgendwie welche Punkte gezählt oder so. Mhm. Die anderen waren auf Toilette oder, ja, also guckt da keiner zu. Das ist halt nur mal so ein Ovelus fürs Publikum. Wird nicht gewertet und danach habe ich gedacht halt dann, das Ding wäre gegessen und dann kam es so, dass auch die Backstage, die Leute, die fragst du ja da, wie was, also die da das ganze Managen Backstage, die dich aufrufen und so, die fragst du dann, wie was abläuft und die sagen dann auch Zeremonie, also danach halt Pokalübergabe, also Medaillenübergabe, wie auch immer. Habe ich mich dann darauf eingestellt, habe mich auch nicht mehr groß aufgepumpt, ich habe mich auch Backstage auf so einen Stuhl nachher dann gesetzt. Dementsprechend war da hinten die ganze Farbe auch nicht mehr so. Also klopfst du da nochmal nach und machst ein bisschen da und so, pumpst da nochmal auf. Und ich bin auch so gerade so, meine Frontansicht ist ja meine Schokoladenseite, sag ich mal so. Und mein Ding ist natürlich, ich bin auch ein bisschen taktisch dabei. Wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich zuvor gehe oder auf die Bühne, dann pumpe ich besonders stark den Rücken natürlich auf, weil der Rücken ist jetzt nicht gerade meine Stärke. Dementsprechend meine Schwachpunkt pumpe ich am meisten auf. So, und da jetzt zum, wo wir dann nochmal raus sind, wo ich dachte, jetzt werden die Pokale vergeben, die Plätze vergeben, sollten wir ja nochmal zu viert alle raus. Also da offenbar sagte er, der und der nochmal in die Mitte. So, und dann da habe ich gedacht, ach du Scheiße. So, das war das eine erstmal, dass ich nicht aufgepumpt war, dass ich hinten nicht mehr so, dass ich auf dem Stuhl saß, dass hinten nicht mehr da so die Farbe gut gesessen hat.
Und das Allerschlimmste war, dass ich vor der Kür schon ein bisschen was getrunken hatte. Einen guten halben Liter und dann nach der Kür nochmal einen halben Liter. So. Und du hattest ja vorher eine ganze Zeit, habe ich ja nichts getrunken. Ja. So jetzt bist du selber ein Mensch und trinkst meinetwegen einen halben Tag nichts. Und dann auch immer einen halben Liter innerhalb von einer Stunde, dann gluckert das natürlich im Bauch. Und dann nimmt das ja auch Platz in den Bauch. Und dann hatte ich natürlich unter Bauch so ein bisschen Fülle. Und das wird mir ja jetzt nachgesagt, dass das dann so das Quäntchen gewesen sein, was mich dann auf den vierten Platz gesetzt haben soll. So, wer hat das gesagt? Da wird ja so geschrieben bei so gewissen Foren, bei Team Andro oder bei unter den Kommentaren in den Videos, bei YouTube oder so, bei meinen Videos. Lese ich das jetzt öfter und so und ja, also das wird ja so gemunkelt. Das sind ja immer diese Experten, so manchmal viele. Aber im Endeffekt, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, die Vergleiche dann mit den Top 4. Klar ist es so, dass ich dann, also man sieht dann stark beim Hinten, auch die Kommentatoren da, die dann den Live-Chat gemacht haben, die haben ja am Anfang gesagt, wo wir dann zu viert standen, ich denke, Steve Bentin macht das Ding. Ja. So, und dann habe ich mich ja nochmal umgedreht, haben wir die Rückenansicht, da haben sie nochmal gesagt, gut, Back-Ansicht ist natürlich Steve Bentin, macht er nicht so gute Figur. Aber eben, wie gesagt, ich will jetzt keine Entschuldigung sagen, aber ich will auch nochmal so einen kleinen Grund sagen, wenn du natürlich, ich bin auch so ein Bodybuilder, der mit Pump viel rausholen kann. Also da, wenn ich ein bisschen pumpe, es kommt gut was Blut rein. Ne, so ähnlich wie so mit so einem Blutpimmel und mit so einem, wie heißt das hier? Sag mal schnell. Blut und Fleisch. Blut und Fleischpimmel. Ich bin mehr so der Blutpimmel-Bodybuilder. Und ja, wie gesagt, wenn ich da schön Blut im Rücken reinballer, dann sieht das nochmal ein bisschen ganz anders aus. Und ja, das war halt nicht vorhanden. Und dementsprechend habe ich dann in der Rückenansicht eben auch gut verloren. Und ja, soll keine Ausreden sein, aber es sind so ein paar Sachen, die dann auch dazu auch natürlich geführt haben. So. Aber nee, ich glaube, das eine war ja das, was die Leute wissen wollten. Was ist passiert zwischen Prejudging und Finale? Also was war der Grund, dass der Bauch ein bisschen rauskam? Sagst du, war Essen gar nicht, sondern nur Trinken? Das wird ja so gemunkelt. Ich habe ja in meinem Video auch gezeigt, dass ich da nochmal mit Fast Food, mit McDonald's morgens gecheatet hatte. So. Oder was heißt, also ne, so, dass das dann nochmal, oder das hat überhaupt nichts. Also das gleiche habe ich in Portugal auch getan. Habe ich da, glaube ich, nicht in meinen Videos nur gezeigt. Da habe ich sogar noch mehr gefressen. Da habe ich sogar noch einen Teller Nudeln noch mehr gehabt oder so. Und ja, da ist eben das Ding, warum man das überhaupt macht. Das ist eben das bringt eben nochmal mit dem Salz, weil man ja vorher das Salz rausholen lässt. Und dann eben dieses Salz in Verbindung, meinst du, wie prall ich da nächsten Tag war oder so? Ich habe hier Fotos drin, da dann. Nachher war ich mit den Jungs am Strand nach dem Essen, wir haben nochmal gegessen, schön und dies, das. Und dann waren wir nochmal am Meer und haben da geile Bilder gemacht. Da sah das alles schon wieder ganz anders aus. Also, ja. Wenn dann wieder die Kohlenhydrate reinkommen mit ein bisschen Verbindung und Salz, dann ist es eigentlich schon so, dass man natürlich wieder, wie wir alle wissen, Salz ist. Pumpsteigernd, ne, und auch für die Venen natürlich gut. Und wie gesagt, das machst du dann halt extra, um nochmal die Venen und den Pump nochmal zu steigern und den Blutfluss in den Muskel zu fördern. Darfst dann halt bloß nicht mehr so viel trinken oder gar nichts mehr trinken am besten. Aber wie gesagt, nach so einem McDonald's-Food, wenn du dann halt da vorher nur so auf sauber geladen hast mit hier Reis und Kartoffeln, dies, das, dann ist es eben so, dass du da nochmal ein Stück was rausholen kannst. Ja, deswegen also, wurde das gemacht. Du sahst ja gut aus. Also ich denke, die Vergleiche gerade im Prejudging, die haben ja für sich gesprochen. Du standest ja mittig und eigentlich müsste ja dann auf der Scorecard zumindest im Judging stehen, Steve Bentin, Judging 1 oder 2. Also so habe ich es zumindest gesehen. Und auf der Scorecard stand ja schon drauf, standst du auch auf hier. Deswegen habe ich es ja nicht verstanden. Also es war so, wie wenn sie im Nachhinein irgendwie das so hingedrückt haben, dass es so eindeutig aussieht. Was ist ja genau, nicht wahr. Du sagst es ja. Ich verstehe es auch nicht. Also das meine ich ja. Und das habe ich in Portugal, war das alles legitim dort. Da gab es auch keinen Vergleich mehr nochmal zum Schluss irgendwie sowas. Da war das Ding halt dann gegessen, da hast du deine Kür gemacht und nach der Kür bist du raus und hast deine Pokale, weil ich immer noch aus dem Amateurbereich, da gab es immer Pokale halt. Hast deine Platzierung bekommen. Ja, also da war ich auch ein bisschen schockiert, wo ich den vierten gekriegt habe. Hab's dann halt versucht, so ein bisschen zu übertönen, so hab auch versucht, sportlich fair zu bleiben, den anderen Jungs, weil die gesagt, die können ja nichts dafür. Hab auch dem Sieger gratuliert und bin dann natürlich von der Bühne und Backstage natürlich, dann habe ich alles zusammengeschlagen, jeden zweiten, der mir um die Ecke kam und so. Aber ja, nein, Spaß. Nee, wie gesagt, Backstage dann, habe ich natürlich erstmal so sacken lassen und das in mich
bin ich erstmal in mich gegangen, habe gesagt, aber ich habe schon vorher halt auch gesagt, so, es kann alles möglich sein, weil ich auf einmal mich wunderte, dass auch dieser Italiener da, der war in Portugal nicht mal in die Top 6, der war dann auch mal mittlerweile, stand dann neben mir und so, wo ich dann dachte, so gut war der doch eigentlich gar nicht so. Aber es ist eben so, ja, hätte, wenn und aber und könnte und sollte und ist jetzt gelaufen, das Ding. Jetzt steht Olympia für mich vor der Tür. Beim Olympia werden die Karten nochmal ganz neu gemischt, da ist auch mal ein ganz anderes Kampfgericht. Der Steven Weinberger ist dann vor Ort. Der hat mich eigentlich bis jetzt immer sehr gut gewertet. Der hat in Prag damals, wo ich Zweiter geworden bin, vor Ronny Rockel. Da hat der Ronny Rockel auch jetzt nicht, hätte man auch erwarten können, dass man Ronny Rockel als Name vor mir setzt. War auch dann fair gewertet worden, sag ich mal so. Und deswegen hoffe ich und wünsche ich mir natürlich jetzt für den Olympia eine andere Geschichte, so eine andere Base dort. Das ist auch die Motivation. Und ich werde auch diese Geschichte mit dem Wasser trinken sein lassen. Das war mir ein bisschen eine Lehre. Ich glaube, dann werde ich den ersten Schluck Wasser werde ich trinken, wenn ich meine Medaille habe. Mein Top 10 sicher ist. Wenn ich Top 10, ja, das war mein Ziel, ganz ehrlich gesagt. Top 10 beim Olympia können bei den Jungs, die ich habe jetzt mal die Liste durchgeguckt. Man muss echt sagen, jetzt in den letzten Jahren, die alten Hasen sind ja alle Stück für Stück raus. So, da waren früher so gute Leute wie Eduardo Correa dabei, wie Flex Lewis halt, wie José Raymond. Die sind jetzt alle in Rente gegangen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Jetzt gehöre ich zu den alten Hasen dort schon, ne? Also. Und ich hoffe, ich als alter Hase kann da nochmal wenigstens ein bisschen nach vorne latschen. Ja. Das ist mein Ziel halt. Also Top 10 wäre so ein Ziel. Und ich glaube, das ist auch ein Bereich des Machbaren. So mit meinem Paket, wenn ich das bringen kann. Olympia ist ein gutes Stichwort. Du bist ja jetzt, ich glaube, ungefähr oder ziemlich genau 10 Jahre Profi und hast 2018 zum ersten Mal am Olympia teilgenommen. Man hat aber den Eindruck, du wirst gerade in letzter Zeit noch mal maßgeblich besser. War es in deiner Welt für dich persönlich immer klar, dass es einfach seine Zeit dauert, bis man auf dieses Level kommt? Oder hättest du schon gedacht, dass es vielleicht etwas schneller geht alles, bis du das erste Mal beim Olympia stehst und vielleicht auch mal einen Wettkampfsieg einfährst bei den Profis? Naja, also ich habe ja 2011, wie gesagt, Profi geworden, hatte dann so ein paar Spirenzchen so mit Frauen, also so, ja, weil wie gesagt, ich bin ja ein Bodybuilder, der nicht nur Bodybuilding sieht, der auch noch ein bisschen Privatleben haben möchte und der auch noch ein bisschen so Familie sich wünscht und dies und das und so und alles, und das war damals so gegeben, habe ich dann die Energie in die falsche Frau gesteckt und dort auch mich noch mal ein bisschen abhalten lassen, sonst hätte ich da wahrscheinlich schon früher ein bisschen wieder, habe ich einige Wettkampfjahre da verschenkt und bin dann ja dann, glaube ich, so, habe ich dann so 2012, 13 habe ich noch mal gestartet, glaube 12, ja, 13, 14 habe ich dann eine Pause gemacht, 15 bin ich dann wiedergekommen in Prag mit dem 7. Platz, da war ich aber sehr schmal, weil ich hatte ja zwischendurch 14, 13 fast eine Zeit lang gar nicht mehr trainiert, so eine Auszeit gehabt damals und dann musste ich erstmal wieder das Volumen reinkriegen, habe ich 2015, wie gesagt, nochmal in Prag dann mein Comeback gegeben und habe dann nochmal 17 dann ja so richtig wieder zurückgekommen, bin ich 17, indem ich dann den zweiten Platz gemacht habe hinter Ronny Rockel dort, ne? Also das war ein ganz gutes Paket auch, aber wobei das Paket damals noch so auch relativ von dem jetzigen, war ich damals irgendwie 92 Kilo, glaube ich, habe ich gehabt oder so. Und jetzt war es ja schon wirklich sehr nah dran an dem Gewichtslimit. Ich hatte jetzt immer das Einwiegen so zwischen 95, 96 Kilo und bin dann auch auf die Bühne mit dem Gewicht, so 95 Kilo. Also ich bin jetzt beide Male in Portugal und in Alicante mit 95 Kilo bin ich dann, habe ich mir extra vorher gewogen, habe sogar nach dem Einlauf, also mache ich ja immer noch so einen Einlauf mittlerweile. Ist so ein bisschen gut für mein Bäuchlein da, dass... Also wie gesagt, ich will auch nicht leugnen, dass mein Bauch über die Jahre ein bisschen voluminöser geworden ist. Der ist schon ein bisschen dicker so auch und ich bin auch so ein Typ so, ich kann jetzt nicht sagen, ob das vom Fressen kommt, von diesen Cheat Days oder von diesen, weiß der Geier was, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass der Bauch jetzt über die Jahre, wenn ich mal so Bilder angucke, wo ich 24 war, war das Bäuchlein noch ein bisschen anders natürlich. Aber wie gesagt, gehen eben auch Tricks, so wenn ich jetzt einen halben Tag nichts esse, wie in Portugal jetzt das Ding da habe ich einen halben Tag nichts gegessen, habe ihn gut angespannt auf der Bühne, dann kriege ich das schon gut hin, dass der so ein bisschen flach erscheint, sag ich mal. Und so ein Einlauf hilft mir auch nochmal dabei. Wie? Ja, ein Einlauf ist auf jeden Fall was glaube ich, nicht jeder macht, oder? Das ist ja auch ist glaube ich, nicht so geil, würde ich jetzt auch mal behaupten. Nee, geil ist das nicht. Es gibt Männer, die finden das geil, wenn sie so ein bisschen hinten reinkriegen, aber ja. Dazu gehöre ich auch jetzt unbedingt nicht so. Also ja, ich
mag das auch nicht, aber wie gesagt, machst du halt ein bisschen Öl, aber ich bin auch nicht so gerade einer, der sich jetzt irgendwie, was sein muss, muss sein halt. Wenn es da hilft, dann schmier ich auch mal ein bisschen Öl ans Arschloch und mach da das Ding da rein bis zum Anschlag und lass mal das Zeug da reinlaufen. So, und danach gehst du dann halt wieder eine halbe Stunde später, gehst du da richtig rauslassen, das tut dann auch schon mal ganz gut. Und ist auch, wie gesagt, gar nicht so ungesund. So. Als normaler Mensch soll man das auch öfter machen, wird empfohlen, weil es halt mal so den ganzen Keim und Dreck rausholt aus dem Darm. Ne? Ja, das ist ja so ein bisschen diese whatever it takes Mentality. Viele sagen dir ja immer nach, dass du früher hättest anfangen sollen, dich professionell zu verhalten. Mich würde mal interessieren, jetzt wo du das mit dem Einlauf so erzählst, das ist ja eigentlich so eine Sache, die machst du bloß, wenn du es richtig, richtig ernst meinst. Denkst du von dir selber eigentlich, dass du dich unprofessionell verhältst manchmal? So in Bezug auf den Sport jetzt? Ja, sicherlich. Einige Sachen sind jetzt unprofessionell. Ich habe jetzt auch wieder gefressen von Wettkampf bis heute Morgen. Hast du ja gesehen, Frühstück heute. Heute habe ich noch schön gefrühstückt. Habe es jetzt auch nicht sein lassen können. Und ich bin da auch, was heißt unprofessionell? Aber für mich hat das auch gar nichts mit Die Frage ist halt, wo fängt professionell an und wo hört's auf? So, ich bin dann wieder da, vielleicht unprofessionell und manch einer, den sehe ich dann halt, so ein Paul Polacek, den treffe ich am Morgen beim Seminar hier, den sehe ich dann halt schon nach 2 Tagen wieder Put und Reis essen und so, weißt, das könnte ich halt jetzt nicht. Weil dazu habe ich mich davor zu lange, bin auch eben so ein Typ da, ich muss dann halt auch, um in die Gewichtsklasse zu kommen, keine Kohlenhydrate mehr fressen. Und ich habe ja auch vor jetzt Portugal oder vor Alicante, 1-2 Tage davor, habe ich ja immer noch so ein Gewicht von 102-3 Kilo immer noch. Also ich muss ja fast 6-7 Kilo immer noch in 1-2 Tagen wegmachen, um auf dieses Gewichtslimit zu kommen. So, und das ist dann auch nicht so einfach und ja, da verzichte ich lang genug so. Und ich, wie gesagt, ich möchte auch Lebensqualität haben und sowas wie jetzt heute Morgen das Frühstück mit meiner Freundin da, das gibt mir Lebensqualität, das gibt mir Lebensfreude, Lebensenergie und das brauche ich halt auch mal zwischendurch dann. So, und da kann dann der ein oder andere kommen und sagen, das ist unprofessionell oder so. Das ist mir dann so ziemlich egal, weil das ist für mich sehr wichtig und da zählt für mich halt nicht nur Bodybuilding. So. Ja, man merkt andererseits, wie gesagt, bin ich halt jetzt mache ich es halt auch so, jetzt mache ich mal 1-2 Wochen so ruhig und dann sind es nochmal 6 Wochen bis zum Olympia und dann ziehe ich halt wieder an, 6 Wochen, gebe ich wieder Vollgas und dann bin ich auch wie eine Maschine und dann bin ich auch halt so Tunnelblick und links und rechts, was die Leute da machen und tun und sagen, kriege ich halt kaum noch mit oder so, bin dann auch sehr, 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 wie soll man sagen, straight und lass mich von nichts und niemanden da irgendwie noch abhalten oder viel kann ich da nicht mehr so aus der Bedrohung bringen. So. Das ist eben dann. Da bin ich, sage ich mal, sehr professionell. Also ich gehe jetzt sehr professionell ins Training, gebe da alles. Oder ich bin halt so ein Typ auch lieber, manchmal sage ich mir so, ich höre auch sehr stark auf meinen Körper. Ich bin jetzt nicht der Typ, der X, der seinen Plan da, sein Buch hat und da steht montags drauf Brust und Trizeps. Dann ist Brust und Trizeps dran. Wenn ich jetzt montags mich absolut richtig dreckig scheiße fühle, dann lasse ich auch mal am Montag ausfallen und gehe halt am Dienstag, wo ich mich dann besser fühle, wo ich mir denke, heute kannst du mehr aus dem Training rausholen. So mache ich das halt in der Regel. Und hat bisher ganz gut immer geklappt. Und wie gesagt, wie du schon sagst, ich habe jetzt auch nochmal Fortschritte gemacht. Ich glaube, die Fortschritte habe ich gemacht, weil ich eben auch nochmal, ja, weil eben auch in meinem Körper noch was drinsteckt, sowas, dass ich nie so richtig, ja, ich habe ja da noch nie so, wir reden ja auch, Real Talk, ne? Wir können ja auch mit dem Mittelchen und so, da habe ich ja auch früher noch nie so richtig reingebuttert, so dass da noch irgendwann mal auch, dass da bis zur Kante, also bis das Glas voll ist, sag ich mal. Da war immer noch ein bisschen Platz im Glas und das ist bis heute noch so. Also, und deswegen habe ich eine gute Offseason jetzt gehabt. War so schwer wie noch nie. Ich hatte mit 180 Kilo dann gestartet. Das habe ich noch nie gewogen und ich war zwar sehr dick und fett und rund und massig, musste auch sehr viel dann abschmeißen, aber im Endeffekt hat man gesehen, dass da die Beine waren wieder schön rund, wie früher, sag ich mal, die sind besser geworden wieder und das war mein Ziel so, ne, dass ich mich wieder ein bisschen verbessere, dass ich natürlich die Sachen, dass ich auf die Bühne komme und die Leute dann sagen, ey, guck mal, der ist, haben ja auch viele letztes Jahr schon gesagt, der ist schon alt und der ist, kannst du abhaken und so, ist ja auch öfter so, wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt Eduardo Correa gesehen hier in Alicante, da fragte ich, wie alt er ist. Er ist 40, der hat schon Trizepsoperationen, Schulteroperationen.
Da, klopf, klopf, habe ich also eigentlich so gut weit, ist bei mir alles noch fit. Und ich kann auch gut schwer trainieren, ich kann auch schwer beugen, schwer heben, Bankdrücken noch relativ schwer machen. Und ich hoffe, dass das auch die nächsten Jahre so bleibt. Und ich bin auch sehr, sehr motiviert und sehr, habe sehr stark den Glauben an mich selbst und an meinen Körper, dass ich da noch gute 5 Jahre jetzt so auf dem Level bleiben kann, glaube ich. Wenn nicht irgendwas kommt. Du lieferst ja unterm Strich immer ab, also dafür kann man dich schlecht kritisieren, glaube ich. Dementsprechend scheint ja das, was du machst, ganz gut zu funktionieren, zumindest für dich. Kannst du mal ausführen, warum du deine Vorbereitungen immer so machst, wie du sie machst und wieso du ein ganzes Stück lockerer bist, zumindest wenn man es so aus der Ferne beurteilt, oder vielleicht auch sein kannst als manch anderer? Du hast schon so Körpergefühl angesprochen. Naja, gut, es ist ja oft so gesagt, so Leute wie jetzt der Max Matzen oder ein paar andere so Kollegen noch hier aus der Bodybuilding-Szene sagen es ja immer wieder, auch in ihren Podcasts oder sonst woanders, sie meinen ja immer, ich habe eine sehr, sehr gute Genetik oder so, das ist alles Genetik so. Klar, sicherlich spielt die Genetik eine gute Rolle, habe ich eine gute Genetik, aber ich glaube auch, wie gesagt, das ist einfach, das ist, dass ich auch einer der wenigen bin, der am Kopf auch mal wenig, also auch die meisten Bodybuilder sind immer so, die können nicht gut sein, also die können nicht auch mal ein Päuschen mit der Steroide machen lassen. So, also das kann ich ja sehr gut. So. Also ich habe jetzt letztes Jahr zum Beispiel mal 3 Monate nichts genommen und auch mal eine Pause gemacht und den Körper mal, bin dann auch natürlich ein bisschen zusammengefallen. Aber ich habe halt dann auch vom Kopf her psychisch kein Problem damit, wenn ich den eben auch mal zusammenfalle und auch mal aussehe wie ein Sack Schrauben. So, ne? Also, dass ich dann, dass die Leute sagen, hey, was mit dem Team passiert, der ist ja dünn. Da können die alle sagen, was sie wollen, dann das motiviert mich noch. Sie sollen ruhig sagen, also, oh, der ist dünn, der hat keine Muskeln mehr und so. Das innerlich sage ich, weiß ich selber, dass ich mir sage, wartet mal ab, Jungs, wenn ich wieder richtig auf Wettkampfmodus bin, dann kommt da schon was Gutes bei rum. Und das ist eben so dieses in der Szene, wie sie alle da so erzählen und quatschen und sagen und der so und der so. Im Endeffekt zählt halt bei uns beim Bodybuilding, bei Wettkampf-Bodybuilding, was dann ja im Endeffekt am Tag X auf der Bühne kommt. Ne? Und da, wie du schon sagst, habe ich eigentlich dann immer so abgeliefert und habe ich immer so, glaube ich, das Richtige so getan. Und meine Meinung, wie gesagt, ist halt so, dass ich so als, also das ist für mich Bodybuilding oder auch dieser Sport, dass es immer in verschiedenen Etappen stattfindet. So. Dass man halt mal eine Etappe hat, da jetzt, wie gesagt, diese Wettkampfprozedur, wo man halt wirklich wenig Kohlenhydrate isst, voll fokussiert ist und auf den Weg mehr Cardio macht, dies, das. Und danach eben wieder den Körper mal ein bisschen Ruhe gibt. Dass man danach wieder sagt, ey, jetzt nehme ich mal alles raus, die ganzen Medikamente, dies, das. Auch mal ein bisschen weniger Training, 2-3 Mal die Woche nur Training. Und dann scheißt man auch mal darauf, wie man aussieht. So. Aber die meisten können halt nicht darauf scheißen, weil sie immer denken, sie müssen immer gut aussehen. Oder weil sie auch vom Ego her so drauf sind, dass sie. Oder deswegen fangen auch, glaube ich, meine Meinung nach viele mit Bodybuilding überhaupt an. Weil sie halt so denken, sie müssen sich über den Körper profilieren. Und das muss ich eigentlich gar nicht, sage ich ganz ehrlich. Also ich muss keinem meinen Körper, ich laufe auch hier im Studio oder hier in Hamburg so gerne mit dem Hoodie rum, ich muss keinem meine Muskeln zeigen. So also jetzt auch das habe ich jetzt extra so für dich, habe mich schick gemacht hier. Ich hätte jetzt auch Hoodie anziehen können oder Oberkörper. Gut, normalerweise laufe ich, Leute, die mich kennen, ich laufe gerne zu Hause im Sommer Oberkörper frei oder nackt rum. Ganz nackt wollte ich mich jetzt auch nicht zeigen, aber wie gesagt, mit Nacktheit habe ich kein Problem, wenn es warm ist. Aber sonst, wie gesagt, im Winter, wenn ich rausgehe, dann ziehe ich mir einen Pullover an oder muss keinem jetzt, wenn ich irgendwo in die Disco laufe oder in Disco laufe ich auch schon gar nicht mehr, ewig nicht mehr, aber wenn ich irgendwo weggehe, muss ich keinem meine Muskeln zeigen. Muss ich mich jetzt nicht irgendwie profilieren oder so oder sagen, hier, ich. Und muss auch keiner unbedingt wissen, dass ich Steve Bentin bin oder das Profi-Bodybuilder bin, da bin ich gar nicht so. Muss gar nicht sein immer. Also wie gesagt, ich bin auch froh, wenn ich dann mal meine Ruhe habe und so. So, gab schon lustige Situationen, die sich dann fragen, bist du Bodybuilder oder bist du Boxer und so? Ja, ja, bin Boxer, sag ich dann. Sag ich ja gerne mal Boxer. Oder hier bei der 212er ist ja so, dann habe ich ja auch, in Portugal war es so, fragte mich ja der Kollege, den Gewinner habe ich ja im Studio getroffen, der fragte mich, sein Kollege, bist du auch Amateur, meint er so Amateur, oder bist du auch Profi? Bist du auch 212? Ach so, oh. Da sage ich so zu ihm, ja, ich sehe nicht so ganz danach aus, aber Sonntag sehen wir das Ergebnis so ungefähr, dachte ich mir so, weil ich ja so unscheinbar, in meinem Anorak sehr schmal aussah jetzt, sag ich mal, weil die alle ja auch so klein sind sonst und halt so eine Koffer so, ne?
Und das ist eben auch ganz oft so Backstage oder überhaupt so studiomäßig, siehst du da oft so Leute, wo du denkst so, oh Mann, du, boah, was für eine Koffer oder Backstage schon alleine. Und dann naja, auf der Bühne sind die halt nicht richtig hart oder können sich nicht richtig präsentieren oder sind halt nicht so ausgewogen. Und dann, das ist eben so mein Plus, dass ich halt genau weiß, worauf es im Endeffekt naja, beim Bodybuilding ankommt, dass die Konditionierung stimmen muss, die Härte, die Präsentation und eben auch, das Gesamtbild halt einfach passen muss. Mhm. Und danach trainiere ich halt. Das ist meine Motivation. Jetzt meine Motivation jetzt zum nächsten, zum Olympia ist halt, um mal meinen Rücken so ein bisschen zu verbessern. Und da halt einfach nochmal die Konditionierung, die Form von Portugal zu wiederholen. Und dann bin ich wenn ich das schaffe, bin ich schon sehr glücklich. Ansonsten von der Platzierung. Top 10 wäre natürlich schön, aber wenn die Kampfrichter halt wieder so entscheiden, dann ist das so. Dann kann ich es sich ändern. Halt. Hm. Ich glaube, so insgesamt hast du für dich schon so ein System gefunden, was sehr, sehr gut funktioniert. Würdest du dir vielleicht im Nachhinein trotzdem wünschen, irgendwas irgendwann mal anders gemacht zu haben? Ganz egal, in welchem Bereich jetzt, eventuell auch auf die Super-Subs bzw. Heilkräuter bezogen. Hast du da Fehler gemacht oder Dinge schon mal einfach herangezogen in gewissen Mengen eventuell, wo du sagst, hätte nicht sein müssen, hat mich eher verschlechtert? Nö, nicht. Ich bin da auch, da hab ich selbst so alles selbst ein bisschen rausgefunden. Muss sagen, mit Insulin bin ich nicht so der Fan, da habe ich schon mal auch früher so eine Unterzuckung mal gehabt, wo ich dann dachte, oh, jetzt schmeißt mich um und, ja. Und das muss jetzt unbedingt auch nicht sein. Also wie gesagt, ich profitiere davon nicht so unbedingt, das ist nicht so meins. Auch mit diesem ganzen Post-Workout hier, dieses Intra und Outra, da halte ich nicht viel von. Ich bin eigentlich sehr, meine Freundin sagt immer, ich bin sehr, sehr pragmatisch, sag ich mal so. Mhm. Bin sehr einfach, sehr pragmatisch gestrickt. So, ich sag immer so auch, was ich auch ganz schlimm finde heutzutage, dieses Bodybuilding wird immer so als Hexenwerk gesehen, dabei ist es eigentlich sehr, sehr einfach. So, wenn du einmal den Dreh so raus hast von dem Körper, dann, das ist wie Fahrradfahren. Wenn du einmal aufs Fahrrad steigst und, naja, da draus hast, wie du dir fahren musst, dann braucht Papa nicht mehr daneben stehen und sagen, hier, ey, ich halte dich fest oder so, dann fährst du von alleine weiter einfach so. Und so ist es bei mir. Und mein Körper, muss ich sagen, auch macht auch da immer noch sehr gut mit. Man hört ja dann immer so Geschichten, dass deine Körper irgendwann, wenn du älter bist, hier und da ein bisschen nachlässt oder das und das ein bisschen anders ist. Das ist vielleicht ein bisschen beim Stoffwechsel jetzt so, dass ich da ein bisschen jetzt, früher bin ich vielleicht mit 200-300 Gramm Kohlenhydraten schon gut in Form gekommen. Jetzt muss ich halt nur 150 oder gar keine mehr fressen und komme gut in Form. Aber im Grunde muss ich sagen, sonst, was alles das andere angeht, zum Schluss die letzten Wochen, lässt mein Körper mich da nicht mehr so im Stich, also nicht mehr oder überhaupt nicht noch nie im Stich gelassen und läuft alles so, wie es, also ich weiß genau, wenn ich das mache, dann passiert das, wenn ich genau das mache, wenn ich das esse, dann passiert das und das ist alles halt vorher schon bei mir im Kopf und ich bin eben halt auch so ein Typ, so der alles hinterfragt und der alles hinterforscht, hinterdenkt, so wie was, wo, warum, wie. Weißt du, es gibt ja so viele, die dann einen Coach haben und dann bei Dennis Wolf dann auch, dann der sagt man das und das und dann sage ich auch, wozu ist denn das oder warum und wieso oder welche Funktionen im Körper passieren und so und so. Und ich möchte das dann selbst verstehen und dass ich das beim nächsten Mal auch einfach so selbst machen kann, sag ich mal. Mhm. Verstehst du, also es ist, und wie gesagt, ich bin einfach der Meinung, es ist auch kein Hexenwerk, es ist, viele machen es zu kompliziert. Viele fangen, oder auch beim Training, so gibt es so Kumpels von mir auch, die dann, wo ich immer denke, so, ah, jetzt macht er da seine komischen Übungen und da das und da das und weißt du, und ich bin da mehr so der Oldschool-Typ so, der dann einfach wie Ronald Chronic Coleman, Kniebeuge für die Beine, nichts gibt's Besseres. Schulter drücken, Mittellanghantel für die Schulter, Trizeps absenken hier, French Press ist, weil die immer fragen, wie gut Trizeps. French Press, enges Bankdrücken, Dips, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, sowas mache ich für Brust. Rückenmäßig so Klimmzüge, Langhandrudern, Tierhandel für die Tiefe. Also das ist so mein... Kein Hexenwerk. Also du sagst selber, du bist Pragmatiker, genau. Du machst eigentlich keine große Wissenschaft draus, keine Wundermittel und sowas. Ist es überhaupt bei euch so ein Thema, also wenn wir jetzt so beim Thema Stoff sind, unter euch Athleten selbst, wenn ihr jetzt so Backstage steht, quatscht ihr darüber überhaupt? Oder ist das so auch so einfach durchgespielt, das Thema bei euch, dass ihr da einfach sagt, so ey, jeder soll machen, was er will, erlaubt ist es sowieso, es testet keiner, also... Darf ja jeder machen, was er möchte und jeder muss dann gucken, wie weit er bereit ist, so das Risiko einzugehen. Naja, Backstage jetzt, also beim Wettkampf Backstage, das bei dem Wettkampf jetzt, da quatscht keiner darüber so. Da kommt keiner so an, also da bei den Jungs, aber früher bei den Amateuren vielleicht Backstage kam das ein oder andere Mal zum Thema oder
oder nach dem Wettkampf, wenn du da irgendwo sitzt und dich morgens zum frühstückst oder so, kommt schon das eine oder andere Mal vor. Gibt auch natürlich Athleten, die dann überhaupt nicht, die überhaupt so tun, als wenn sie da nie was verwenden oder so. Das Zeug gibt es ja auch und so. Ich bin da eigentlich so ziemlich offen und ich bin auch immer so derjenige, der sagt so, du, in der Liga, wo wir jetzt spielen, da braucht man auch noch nicht erzählen, dass man hier mit 250 die Woche da in der Bundesliga des Bodybuildings mitmacht. So, das ist dann in meinen Augen gelogen. Und da werden schon Dosierungen gefahren. Also ich selber kann halt sagen, unter 1000 brauchst du da nicht. Wer mir erzählt, hier unter 1000, dann den lache ich aus. Oder sag ich, du, mit 1000 fange ich erst. Also bei mir ist das so, das ist gang und gäbe dann. Also in der, also wie gesagt, in der Liga, in der ich spielen möchte. So. Aber dafür ist es eben auch mal wieder so, dass ich auch mal wieder null. Mhm. Dann habe ich auch das Endergebnis vom Arzt, der Test, wo dann unten steht, Anmerkung, sehr, sehr niedriger Testosteronwert, also wo denn der im Keller, wo der Minuswert schon fast ist, so, also ne, wo das sich sehr, sehr lange braucht, bis es sich wiederholt, so, ob das Endkreissystem, und das ist ja klar dann. Aber wie gesagt, das ist eben doch wieder die Phase, wo der Körper sich dann darauf erholt und der dann aber auch wieder, wenn du dann wieder anfängst mit 250, 500, wo dann wieder von ersten Gang, zweiten Gang, dritten Gang, wo dann wieder eine Steigerung, wo du dann merkst, oh, da passiert was, so. Als wenn diese Jungs, die jetzt alle immer so Dauer on, bleiben eben halt auf einer Welle. Und die bleiben stehen und da kommt nichts mehr. Das ist meine Meinung halt einfach so. Da muss man halt gucken, dass man in Etappen ein bisschen auch mal so und so das macht, so. Verstehst du? Das ist wie jetzt, wie ein Formel-1-Fahrer, der kann auch nicht immer seinen Motor auf volle Pulle fahren. Ja, muss halt auch mal so. Muss halt auch mal an die Seite, wie heißt das hier, beim sag mal Boxenstopp. Schnell, Boxenstopp, bisschen erneuern, bisschen Stopp, nochmal ein bisschen erholen. Und so ist beim Bodybuilding auch. Ich vergleiche mir den Bodybuilding-Körper auch gerne mit dem Auto, sag mal. So. Und so ist es halt. Und wie gesagt, ein Auto kann man ja auch zerstören. Manche Bodybuilder nachher zum Schluss sehen auch nur, ich sag mal auch mal so, wenn es bei mir irgendwann so weit ist, dass ich zerstört aussehe, dass dann die Muskeln so abgefressen sind, dass dann der Trizeps sich hier nicht mehr so, oder weiß ich, der Bizeps, irgendwas, sieht man bei manchen Bodybuildern dann daher schon so, jenseits der 40, wenn es dann bei mir so weit ist, dann würde ich auch selbst so ehrlich sein und sagen, ah, da gehe ich nicht mehr auf die Bühne. Bei Markus Rühl war es die Brust innen, und da war Markus Rühl eben auch so ehrlich, hat sich gesagt, wenn ich das Ding da habe, das sieht mir schön aus, das ist, Bodybuilding ist ein ästhetischer Sport, die wollen auch ein bisschen Ästhetik sehen, klar wollen sie auch die Monster irgendwo, aber Ästhetik steht da. Und ich bin ja auch gerade so ein Ästhetik-Typ, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Bin ja im Grunde ausgewogen. Und ja, so ist es bei mir. Und deswegen lege ich da sehr viel Wert drauf, dass das alles noch ein bisschen zueinander passt und dass alles so ein bisschen die Symmetrie gut aussieht. Ja, du sprichst das alles immer so super transparent an und sagst auch, du machst deine Pausen, du sagst, was so gemacht wird und nimmst da kein Blatt vom Mund. Wie stehst du allgemein dazu, dass ja, diese ganzen, ich sag mal, schon irgendwo heiklen Themen immer ungeschönter aufgegriffen werden heutzutage? Ist das was du kritisch beurteilst? Also ich find manchmal, manche sind dann halt wieder so, die übertreiben es zu sehr, die tun dann so, als wenn es wirklich nur das ist, als wenn du wirklich nur den Treibstoff dann nimmst und dann siehst du gut aus. Oder gibt es ja auch so Leute, die ich im Studio treffe, die dann erzählen so, ja, ich fange jetzt auch eine Kur an und dann sehe ich in 5 Wochen auch so aus wie du. Und dann stehe ich da und sag so zu dem, nee, du siehst in 4 Wochen besser aus als ich sogar, sag ich so. Weißt du, so, wo ich dann den auf die Schippe nehme und denke so, ja, oder der mag auch dann in 4 Wochen einen dickeren Arm als ich haben, so, weißt du, das ist ja dann so. Aber der ist halt voller Wasser, so. Das sind halt immer so diese Wasserbomber, so, die dann halt im Studio einen dicken Arm hermachen, dicke Schulter und ein ordentliches 120 Kilo Monster sind, aber auf der Bühne beim Bodybuilding reißen die nichts weg halt. Das ist dann Bodybuilding auf der Bühne und das Studio Bodybuilding oder das Studio Pumper Ding, das sind halt 2 verschiedene Welten für mich so. Und das sind auch 2 verschiedene Art Menschen, sag ich mal so, 2 verschiedene Art Typen. Die einen sind dann so, wie gesagt, diese Typen, die sich extrem profilieren wollen, die da auch in der Disco laufen, hier mit so einem Shirt und sofort die zeigen und da die Mädels beeindrucken möchten oder sonst was, irgendwelche Schulterklöpfer von irgendwelchen Türstehern haben möchten und sagen, Mensch, du bist aber ein kräftiges Tier und so, wo ich dann mir sage, du, so ein, ob da du Türsteher XY gesagt, du siehst gut aus, das bringt mir nichts, wenn zum Beispiel bei Arnold Schwarzenegger kommt oder ein Präsident von der IFBB und sagt, du siehst gut aus, I like your posing, das war bei mir schon mal der Fall.
damals. Da kam der Rafael Santoya, damals der andere Präsident von der anderen Verbandsliga, kam 2012 zu mir und sagte, I like your, als spanischer Typ so, I like your posing. So, das ist dann schon so, das kannst du dir nicht kaufen. Also das ist so eine andere Nummer, weißt du, als wenn dir da ein paar Mädels sagen, hast einen geilen Body, sag ich mal so, weißt du, da kannst du dir mehr von, also das hat für mich mehr Wert. Weil der Mann, der guckt sich die ganzen anderen guten Bodybuilder an und hat wirklich eine Ahnung. Also. Und oder wenn Dennis Wolf halt zu mir sagt, du Steve, jetzt siehst du gut aus. So, weißt du, dann ist das für mich, ist das für mich eine gute Umtuung. So. Dann denke ich, was, ey, ich habe alles richtig gemacht. Ist es was, was dir so ein bisschen trotzdem, ich sag mal so, auf den Sack geht, wenn du im Studio rumläufst, irgendwo in der Öffentlichkeit und du dann diese besagten 120 Kilo Wasserbüffel rumlaufen siehst, die das nicht so verstehen, was du machst und das auch nicht gewertschätzt wird? Du hast ja dann immer so diese Amateure, also nicht Bodybuilder, sondern diese Nichtswissenden, die dann angucken und sagen, hey, der ist ja viel breiter als du. Ist es was, was dich nervt, dass es einfach so wenig Wertschätzung erfährt, was dann so ein richtiger Profi-Bodybuilder, der auf die Bühne geht, macht? Nee, zu Anfang hat es mich früher noch genervt, so, aber heute denke ich so, ja, da habe ich mir so, ich meine, wie gesagt, das sind ja so Typen, die da laufen da rum und ich habe meinen Anorak an und sehe in meinem Anorak noch eigentlich nach nichts aus, so unscheinbar, und dann denken die so, ja, dann muss ich halt mal so für mich schwören, so, ja, dann lasse ich den auch irren, weißt, ja, du bist der Beste, du hast gewonnen und so, du bist stark, du bist super, so denke ich dann immer, so bin ich ja mehr so, ich kann ja darüber, also ich habe ja so, habe ja so ein starkes Selbstwertgefühl. Da muss erstmal einer kommen, der dieses Selbstwertgefühl drücken könnte. Mhm. Und das, glaube ich, hat bis jetzt noch keiner, also hat keiner geschafft. Mhm. Soweit, also wie gesagt, selbst wenn ich, selbst wo ich damals mal mit Bodybuilding eine Weile, also 2013, 14, weiß ich, habe ich 85, 83 Kilo gewogen, war ich dann auch auf ein Jahr clean und nichts genommen, nichts trainiert, 83 Kilo habe ich gewogen und haben sie auch gesagt, wie siehst du aus? Und so, ich so, du, bin aber auch trotzdem charakterlich derselbe und wenn du mir frech wirst, hau ich dir trotzdem ein paar aufs Maul, du Affe, so, weißt? So, also ich bin immer noch, also charakterlich, es sind ja nur die Muskeln, weißt du? Und die Muskeln sind ja nur, das ist so wie wenn ich mir was anziehe, so, weißt? Also so und bei meinem Sport ist halt so, die Muskeln sind halt, ist halt sehr oberflächlich, der ganze Sport, oder die ganze Szene ist halt auch sehr oberflächlich. Mhm. Und du wirst halt auch danach gewertet und jetzt auch, sag ich dir ganz ehrlich, jetzt gerade zu der Zeit so, merke ich halt auch wieder, wie sehr oberflächlich die ganze Szene, jeder kommt halt an, jeder will dein Freund sein, jeder will mit dir irgendwie kooperieren und jeder möchte auch dein Video, dich im Video haben und jeder möchte irgendwie, ist schon extrem, wie das so ist, wenn du gut bist gerade, wenn du so einen Lauf hast, wie alle dich feiern oder wie jeder so, ne, also, und wie es halt auch sein kann, wie, oder wie du auch sehr schnell wieder, jetzt meinetwegen, lass mich mal morgen verletzen, im halben Jahr, dann kommt keine Sau, dann lass mich bei Instagram was posten oder war was irgendwie, das ist dann wieder, ne, das ist eben auch sehr, ein sehr schnelllebiger Sport, so sag ich mal. Mhm. Ne, also heute können sie mich feiern und in 5 Jahren haben sie mich vergessen. Ja. So, und es gibt immer ein paar Ausnahmen, sage ich dir ganz ehrlich so, wo ich wüsste, die vergessen mich nie oder so, Fans oder so manche oder, ne, wo die einfach so wegen meinem Charakter hinter mir stehen und sagen, ey Steve, du bist immer der gleiche für mich sein, so. Ja, aber trotzdem ist es halt so ein Sport, wo du halt sehr nach deinem Körper, nach den Muskeln so geordert bist. Mhm, ja, also man bewertet dich halt einfach auch, weil du genau. Bodybuilder bist, danach, wie viele Muskeln du hast. Aber man merkt auch trotzdem bei dir, dass du das nicht so an dich ranlässt, wenn du mal weniger hast, weil es einfach nicht das ist, worüber du dich definierst. Du hast ja eigentlich in der Öffentlichkeit eher so ein bisschen den Ruf weg als Spaßvogel, sage ich jetzt mal, obwohl ich ja auch selbst weiß, dass man sich mit dir auch super, super ernst unterhalten kann. Findest du es selbst schade, dass dich viele so ein bisschen als Kasper sehen? Also würdest du gerne öfter den ernsten Steve zeigen? Oder ist es genau das, was du vermitteln willst? Sprich, dass man nicht alles immer so ernst nehmen sollte, auch sich selber nicht. Also einige ist mir egal, sag ich mal. Jeder kann mich so nehmen, wie er möchte, sag ich mal. Das ist... ja, ich möchte halt, ich bin ja trotzdem, also Kasper bleibe ich ja immer so, also ich habe immer Spaß, so ob es jetzt auch bei dem Wettkampf ist oder so, oder ich bin immer mal so für den Spaß, so wenn es mir gerade gut geht, bin ich immer für den Spaß aufgelegt, so wenn ich aber gerade halt so einen richtigen Wettkampftag habe, wo ich richtig down bin, wo richtig Kohlen gerade weg sind, die Energie, der Kopf ist so leer, du bist so schlapp, dann
da bin ich auch schwer irgendwie mit Sprüchen oder lustigen Sachen ist ja auch an mich schwer ranzukommen, wo ich dann auch sage, so, oh, lass mich in Ruhe, so, oh. Geht's halt auch so, also ich bin nicht immer nur so der Kasper, also wie gesagt, in so einer Wettkampfvorbereitung ändere ich mich schon, da ist schon ein ganz schöner Unterschied. Jetzt so ein, zwei Tage vor Wettkampf oder am Wettkampftag, genau, wenn ich da Backstage bin, dann braucht mich keiner ansprechen. Mhm. Dann sage ich, du, ich bin jetzt hier im Fokus, lass mich in Ruhe, ich muss jetzt hier auf die Bühne. Dann gab es auch schon so Sachen, dass dann andere Kollegen ankamen, Backstage, lass uns mal zusammen aufpumpen und lass uns mal so. Und ich sage, du, ich, wir sind heute hier, wir sind, das ist auch so ein Ding bei mir hier, auf der Bühne oder beim Wettkampf, da sind das hier keine Kumpels von mir da, die anderen Kollegen da, dann sind das für mich Gegner und dann muss ich da auf der Bühne, will ich die hinter mir lassen, so, darum geht's für mich so. Und da kann ich nicht hier Backstage noch hier, lass uns zusammen aufpumpen, Digga, und hier, das kann ich beim Wettkampf machen, wo es um nichts geht für mich. Aber wenn ich jetzt so einen wichtigen Wettkampf jetzt, wie gesagt, habe jetzt hier in Portugal oder in Alicante, da bin ich dann schon so, da bin ich voll fokussiert auf mich und da habe ich Tunnelblick, als wenn ich hier Kopfhörer habe und Musik an, links und rechts, was da passiert, lasse ich gar nicht erst auf mich wirken. So. Also da bin ich voll straight und da bin ich professionell und da bin ich wie so ein Boxer, so, der dann so sein Wettkampf, ich habe ja auch früher mal geboxt, ganz vor zigtausend Jahren. Und wie gesagt, beim Boxer weiß ich auch, da ist das halt auch der Kopf hier oben ganz wichtig. Da kannst du gut sein, wie du willst und kannst die Jungs umschlagen. Aber wenn du im Kopf schon Angst hast oder so dich fertig selbst unter Druck setzt zu sehr, kannst du im Ring steigen und bist dann ja nervös und brauchst einen falschen Dings und kriegst einen abgenockt und dann bist du unten. Mhm. Und so ist beim Bodybuilding ähnlich, sag ich mal so. Da musst du halt auch dich konzentrieren und ja, auf die Bühne gehen und abliefern, ne? Ja, ich bin da eigentlich so komplett bei dir, weil Bodybuilding ist ja am Ende so ein Individualsport und auf der Bühne kämpft dann jeder für sich eigentlich. Es ist ja nicht wie bei einem Fußballclub oder in der Bundesliga, dass du dann irgendwann zur WM zusammenkommst in der Nationalmannschaft. Aber trotzdem wird ja auch hier so in Deutschland ein bisschen so ein Deutschland-Ding draus gemacht. Wir fahren da zusammen hin, lass uns doch zusammen Spaß haben. Mhm. Ich verstehe das immer nicht so richtig, weil, wie gesagt, Bodybuilding, da ist unterm Strich, ist einfach da im Fokus, was du als einzelner Athlet auf die Bühne zauberst und was du gewinnst. Also wenn du was gewinnst, hat der andere Athlet nichts davon. Er kann sich zwar für dich freuen, aber er kann sich auch für einen anderen Landsmann freuen. Er muss sich jetzt nicht für einen Deutschen freuen. Was sagst du dazu, dass da so ein bisschen ein deutsches Ding draus gemacht wird? Ja, das deutsche Ding an sich ist ja nicht schlecht, so, dass wir so als wie jetzt in Portugal oder in, dass man halt auch mal, ich bin dann halt auch so, ich gucke mir auch gerne den Tim dann nochmal nach meinem, also ich bin jetzt nicht so, dass ich 2:12 ist rum und ich fahre sofort nach Hause oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen schlechten Platz gekriegt habe, dass ich dann sage, ich bin sauer, ich hau jetzt ab. Mhm. Also ich habe mir jetzt auch noch den Tim angeguckt, ich habe mir auch das Posing angeguckt von den Jungs da und alles. Ich habe auch, wie gesagt, fand es geil, wie David Hoffmann da auf der Bühne ist, denn hier so mit Sexy Healing war cool. Oder der Tim halt, wie gesagt, der hat dann da vorne noch mitgekämpft, das war schon, gucke ich mir auch gerne an und habe die auch Jungs auch noch angefeuert oder in Portugal genauso. Also wie gesagt, das ist, kann man schon machen, aber was ich dann übertrieben immer finde, wenn sie dann immer möchten, dass man unter den Deutschen sich mit jedem versteht und dass jeder alle wir zusammenhalten soll, das halte ich, wenn ich einen da nicht ab kann von den Deutschen und der einfach scheiße ist für mich, dann ist er scheiße. So, ob es ein Deutscher ist oder ob es ein Chinese oder ein Afrikaner oder ein Pole ist oder so. Das ist, also wenn ich Leute nicht ab kann, dann kann ich sie nicht ab. Mhm. So, und dann stehe ich auch öffentlich dazu. Und wie gesagt, wir wissen ja selbst hier, wen ich nicht ab kann. Hier ist hier unser Mikey hier. Der Arrogante, der eigentlich noch gar nichts groß geleistet hat, aber immer eine große Fresse hat. Gut, jetzt hat er mal einen ersten Platz gemacht da bei der Mexiko, da über, wo war das drüben, über Mexiko im Teich dann drüber. Werden wir sehen, was er beim Olympia dann für eine Platzierung schafft. Ist ja auch immer mal so, wer gerade so da bei den Meisterschaften auftaucht. Und das ist halt meine Meinung so. Und da bleib ich so. Und Mike ist für mich so ein Schleimscheißer so. Letztes Jahr, da bin ich da auch so. Da wissen ja die Leute gar nicht, wie, was, wo war und so. Das ging ja los eigentlich, dass er mir, ich hatte ihn Live-Chat zu Hause gemacht, muss ich mir vorstellen. Und dann haben die Leute mich gefragt nach der, da war ja auch die Alicante-Show gewesen damals, wo er mitgemacht hatte und wo ich dann da war. Und da hatten mich die Leute damals im Live-Chat gefragt, wie ich denn den Mike fand. Und da habe ich gesagt, halt, der Mike war nicht gut in Form. So habe ich in seine sportliche Leistung, habe ich dann meine Meinung zu seiner sportlichen Leistung gegeben. Und nächsten Tag hat er mich irgendwie angeschrieben bei Instagram. Hey Steve, was hast du denn da gestern gelästert über mich? Ich dachte, wir wären Freunde. Sowas macht man noch nicht. Bin total enttäuscht von dir. Da habe ich mir so gedacht, so, was willst du denn jetzt von mir? So, ich wäre erstmal so keine Freunde und zweitens habe ich nicht über dich gelästert. Ich habe einfach meine
meine Meinung, wie jetzt zum Beispiel beim Fußball Rudi Völler oder Mario Basler, die sich dann da hinsetzen und sagen, ihre Meinung über die Spiele, über die Spieler, wie sie gespielt haben, so, über die sportliche Leistung. Habe ich meine Meinung gegeben und kann er nicht ab, wahrscheinlich. So, kann keine Kritik ab. Möchte gerne lieber, dass man immer sagt, er ist der Tollste, der Schönste und der Beste. Ich habe es halt nicht gemacht und habe halt gesagt, du, wie gesagt, noch richtig hart war der Mike halt noch nie. Er hat eine schöne Linie, hat schöne runde Beine, schmale Taille, ein gutes V. Er hat eine komische Brust, muss ich sagen, so eine Zippeltittenbrust. Das mal dazu, so jetzt als, ne? So, also auch er ist nicht perfekt. So, aber er hat an sich eine schöne Linie natürlich, aber er hat eine Muskelqualität, die jetzt an meiner schon lange nicht rankommt, oder einer von Thomas Scheu oder eine Muskelqualität von einem Tim Budesheim noch lange nicht herankommt. Und wie gesagt, das hat was mit Fleiß und mit schwerem Training zu tun einfach. Und wenn er das schaffen sollte, dann kriegt er von mir Chapeau. Dann sage ich auch mal, Mike, war gut. Aber bisher hat er das noch nicht auf den Punkt gebracht. Und das war den Tag da, das was ich gesagt. Und dann nächsten Tag meinte er, er sei unprofessionell, wenn man dann nach dem Wettkampf es sich gut gehen lässt und mal ein paar Milchschnitten isst oder ein paar Burger oder ein paar dies oder das. Und daraufhin habe ich mich dann extrem aufgeregt und habe das dann so ein bisschen angepriesen dort, da was dann halt so ein bisschen hochgeschaukelt wurde, Stück für Stück durch ihn und durch mich und so. Und dann hat er sich ja wieder entschuldigt und so. Dann ist er ja auch so ein Typ, so, der ja keine Eier hat, der dann auch anfängt noch so zu sagen, hier, ja, nein, Steve, du warst nicht gemeint und nein und das war nicht so und nein und herzlichen Glückwunsch und so. Jetzt hat er mir auch ja Glückwünsche wieder bestellt und so. Du, die kann er sich dann sonst wohin spielen, weil das ist auch alles so, ich sag mal, in meinen Augen ist das alles so mehr oder weniger so Getue, so. Ja, weil man das ja dann dieses Gequatsche von wegen, das macht man ja so. So, weißt du, also ich bin der Letzte, der immer so ist, das macht man ja so. So. Ich, wie gesagt, halte von diesem, das macht man ja so, halte ich schon gar nicht so. Mhm. So, und ich, wie gesagt, habe halt, wie gesagt, zu ihm jetzt gar keinen Draht und möchte auch in Zukunft keinen Draht, weil, wie gesagt, der ist mir jetzt so ein bisschen zu arrogant und zu selbstverliebt. Alleine, wenn ich dann dieses Instagram sehe, wie er da immer sich selbst beim Posen filmt, 10.000 Mal und so, und das ist halt so nicht meine Welt, das hat nichts für mich mit Bodybuilding zu tun, das hat was mit sich Selbstdarstellung einfach nur. Und wie gesagt, ich sicherlich gehört Bodybuilding ein bisschen Selbstdarstellung dazu, aber man kann es eben auch übertreiben ein bisschen so. Und wenn man dann so mit solchen Typen, die so selbstverliebt sind, so, da habe ich irgendwie war noch nie so meine Wellenlänge so. Mhm. Und wie gesagt, er hat halt da auch habe ich halt damals mit ihm geschrieben, dann schrieb er mir, ja, du, warum machst du denn sowas? Ich bin enttäuscht von dir, wir sind Freunde. Dann schickt er mir auch mal ein paar Bilder von sich, wo er sah, guck mal meine Form an, so, wo ich dachte, du brauchst mir gar keine Bilder von mir schicken, was soll ich mit deinen Bildern hier, so, ich bin ja kein Kampfrichter, du, ich sag nur meine Meinung, so, ja, zum Glück bist du kein Kampfrichter, die Kampfrichter haben so und so entschieden und so war das nun mal und so, hat er sich noch gerechtfertigt, warum er da den Platz gemacht hat, da habe ich mir gesagt, du, das mir doch egal, und wenn die dich da sonst wie, ich glaube, da war es zweiter, dritter oder sowas geworden, und, Dritter, glaube ich. Ja, Dritter oder sowas. Ja, er hätte auch Erster werden können. Hätte trotzdem meine Meinung behalten. So, ja. So, wenn er nicht in Form richtig ist und nicht richtig hart abgezogen, dann ist das so. Und wie gesagt, jetzt, ich weiß nicht, wie, man muss halt auch Fotos immer so, weiß man, ich habe jetzt gesehen da, er hat halt da gewonnen vom Urs. Und ja, gut, weiß ich nicht, man muss das live auch mal noch mal sehen. Ich habe auch gesehen, ich war ja in Portugal live da unten zuschauen. Live sah das nochmal ganz anders aus, auch auf den Fotos oder auf Videos nochmal dann. So, ne? So, aber wie gesagt, eben zu Mike habe ich halt nicht so den, um das mal zu klären, jetzt hier auch mal so vor den Leuten, habe ich einfach nicht so den Draht. Ich möchte auch den Draht, weil wie gesagt, wer so anfängt hier mit, du hast mich nicht, wir sind Freunde und gelästert über mich, obwohl also lästern ist für mich, wenn ich gesagt hätte, Mike ist ein blödes Arschloch oder so, weißt, also das habe ich gar nicht gemacht. Mhm. Habe einfach gesagt, so sportlich gesehen, von der Figur her, was er da auf die Bühne gestaltet hat, war das nicht überragend für mich und das ist meine Meinung und das kann ich ja genauso über den Tim sagen oder über den David Hoffmann jetzt oder über einen Urs oder weiß ich was so. Aber wie gesagt, ich finde immer schlimmer, wenn die Leute nicht mit Kritik umgehen können. Ja. So. Und genauso im Trüße auch. Die Leute sagen, ich habe einen fetten Bauch gehabt. Muss auch ehrlich sagen, natürlich habe ich ein bisschen fetten Bauch gehabt. So. Hat auch seine Gründe gehabt. Wie gesagt, viel getrunken da.
Ja, und der Bauch habe ich jetzt, wie gesagt, auch, der ist eben auch nicht mehr das zweimal war. Ich bin auch älter geworden. Stehe ich dazu. So. Ja, so wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt, und man ist eben auch keine Maschine, oder man ist eben auch immer noch ein Mensch. Und wenn ich halt zu fünf Steak fress und noch ein bisschen Reis, dann kommt das ja irgendwo hin, so am Tag, also beim Wettkampftag, Wettkampfdiät. Muss es ja auch irgendwo hin, also das ist ja normal. Also, ja, wie gesagt, auf jeden Fall der Mike. Ja, du hast ja letztens auch, glaube ich, ein Interview mit ihm nochmal gedreht. War letzte Woche, ja, ist Letzte Woche zufälligerweise, irgendwie. also war jetzt nicht irgendwie gestaged oder so, es war Ich habe es tatsächlich mir noch einfach so nicht. Ja, ich habe es mir noch nicht zusammengelaufen. angeguckt, so. Ich habe es mir auch noch nicht angeguckt, aber wäre jetzt auch nicht unbedingt das, was ich. Ich gucke gerne so Interviews, mit wem ich konform bin. Ist immer gerne mit dem Coach Burak, so. Die gucke ich mir gerne an. Das habe ich gesehen hier wo ihr auch mal zusammen die Podcast mittlerweile macht. Damals der Interceptor. Chris, ja. Das war auch ein lustiges Ding, weil der hat ja auch diesen Simon Teichmann. Der ist auch genau so ein Schwätzer für mich, der Simon Teichmann. Der ist auch, da hat er den ja auch hops genommen da mit seinen Gewichten und so. Das fand ich auch geile Nummer von. Also ich mag so Leute, wie gesagt, die ehrlich halt, die so nicht faken und alles nicht so. Alles ich sag mal Blender dazu. So, also Mike Sommerfeld ist für mich ein typischer Blender. Und so ein Simon Teichmann da auch. Und finde geil, wenn dann so ein Interceptor kommt und so ein Blender da hops nimmt da und zeigt, hier, guck mal, der will euch verarschen, hier, der will mehr drücken, als er wirklich. Und alleine, dass man schon so sich da irgendwas drücken will, mehr als und den Leuten zeigen will, das zeigt schon, dass solche Leute Ego-Probleme haben, dass sie einfach irgendwie mit sich selbst irgendwie, dass sie sich irgendwie beweisen, wegen 20 Kilo muss ich keinem was beweisen. Also, weiß ich nicht, tut mir leid, da bin ich eben so. Da bin ich zu normal, zu straight, zu, ja, zu, wieso, wie sagt man so? Was hat, brauche ich nicht. Das ist unwichtige Scheiße, ist das für mich so. Ob ich Ja, nur würde. 20 Kilo mehr, ne, ob ich nur 20 Kilo mehr oder weniger in der Bank drücke, das ist für einen Bodybuilder oder für einen Simon Teichmann, der irgendwie nur ein Fitness, YouTuber ist, ist das doch eigentlich total, wenn du so willst, scheißegal. Für einen Powerlifter wäre es vielleicht da, wenn es um. Ob er nur 330 drückt und 330 ist der Weltrekord und anstatt 310, dann ist es natürlich wichtig so. Aber da, was soll der Scheiß so? So, und da habe ich mir so gedacht, wo der Interceptor das Ding da rausgehauen hat, da ihn da schön raus. Guck mal hier, die Scheibe da und die Scheibe da. Das habe ich, hab ich jetzt zu Hause schön, habe ich mir, oh, hab ich, das war spannend für mich. Das war ein geiles Video. Und wie gesagt, solche Sachen gucke ich gerne. Ansonsten, wie gesagt, mit dem Coach Burak, der hat auch gute Ahnung von Frauen und so, was er dann mal so sagt. Frauen ist ja auch mal so ein Thema bei mir so. Ich habe auch selbst eine und die auch immer nicht so einfach ist und auch es nicht einfach mit mir hat. Und das finde ich immer lustig dann, wie er da so alles erzählt und erklärt und so. Da stimmen dann viele Sachen auch überein. Und ansonsten, Würdest du aber jetzt Matthias Koch. sagen, würdest du jetzt aber sagen, dass es bei dir und bei Mike überhaupt gar keinen Weg zurück mehr gibt? Also das ganze Ding, das zieht sich ja jetzt mittlerweile schon seit Ewigkeiten gefühlt und diese Sticheleien kommen ja auch immer wieder. Man muss sagen, also da muss ich jetzt auch so ein bisschen Partei für dich ergreifen. Mike erwähnt dich ja auch und dann Ja. ist es ja bei dir auch immer so ein bisschen eine Reaktion, weil ich glaube, man wirft dir immer so ein bisschen vor, jetzt packst du es wieder aus, dann machst du dich über den Salat lustig und so. Aber das ist ja nichts, was du von alleine machst, oder? Für die, du könntest es auch ruhen lassen. Ja, ich meine, gut, bin ja so ein Typ sowieso, der gerne, Du wie stichelst heißt schon noch das, gern. gerne stichelt und gerne Eisen ins Okay. Feuer wirft oder wie heißt das, Eisen ins Okay. Feuer schmeißt. Ja, Öl ins Mach ich Feuer schon mal gießen. gerne, so Öl ins Feuer, genau so, mach ich schon mal gerne, aber ja, er fängt ja jetzt auch wieder an. Also wie gesagt, den Glückwunsch hätte er sich schenken können. Also auch diese Kannst Art du und es nicht Weise. annehmen? Also, ich bin immer so ein Freund davon, nicht alles so maximal negativ zu interpretieren. Also, kannst du nicht einfach auch sagen, hey, danke, Mike. Ja, du hattest ja eine gute Form. Er hat jetzt nicht gelogen. Also, Ja, ist jetzt. aber er hat ja wieder so diese Art und Weise, alles richtig macht, Steve, alles richtig macht. Da kommt ein 20-Jähriger, oder ein 25, ich weiß nicht, wie alt ist er? Er ist ja gut, 5, er ist ja 6, älter. 27, sowas, ja. Da kommt ein 27-Jähriger, der einem 40-Jährigen, der schon 20 Wettkämpfe mehr auf dem Buckel hat, und es klopft mir auf die Schulter und sagt, Steve, alles richtig gemacht. Da geht's ja schon los. Verstehst du, das wird mir. Also wenn ein Dennis Wolf da so, da hätte ich, ey, ich hätte gesagt, so, Dennis, geil, hätte ich einfach gesagt. Aber nicht, ja, Dennis, alles richtig gemacht. So hätte ich es auch gemacht, ja. Verstehst du jetzt die Art und so weiter? Okay, verstehe. Da habe ich kein Faible für, so, weißt? Manchmal ist weniger mehr, manchmal einfach Schnauze halten und einfach so, weißt du, so sehe ich das ein bisschen so. Und gerade, wie gesagt, wenn man ein bisschen jünger noch ist, sollte man die Alten ein bisschen ihr Ding machen lassen und nicht mehr noch
Mike ist ja auch so ein Verfechter von irgendwelchen neuen Übungen, neuen welchen, denn wenn ich das sehe, was der da, wenn er bei Rep Wonder war oder bei Dings, ja, wir machen jetzt 5 Reps so und dann mache ich nochmal so und dann ziehe ich einen Stöpsel unten raus, dann bringt er irgendwelche Dinger da raus, hier Stöpsel hier und Stöpsel da und dann kommt das raus und dann, du, wenn ich so, kann ich selbst, du, ich mache hier selbst Bing, Bing, nehme ich das Gewicht ab und mach so. Das, also da brauche ich, du, ich in meinem Keller hier mache das auch so und hat was gebracht, so, habe ich jetzt hier mich verbessern können. Brauche ich doch keine Stöpsel für da. Naja, lass uns also einen gesagt, Haken dran machen an Mike. Wie gesagt, auf jeden Fall, das ist alles mir, das ist mir alles, das ist eben das, was ich meine. Ich bin ja so mehr der einfache Typ. Und dann kommen so diese komplizierten Typen, die da das Trainingsbuch rausholen und noch reinschreiben, heute so und XYZ und nochmal das und das und so und nächste Woche muss das so werden und so, wo ich dann denke, so du, der Mensch denkt, Gott lenkt, nächste Woche kann es ganz anders kommen. Ja. Weißt du, also. Lass uns mal einen Haken an Mike Sommerfeld machen. Wir sind aber ja jetzt schon warm gelaufen, beziehungsweise du bist warm gelaufen. Wir sind schon in der Ecke, in die wir auf jeden Fall rein wollten. Ja, also pass auf. Letzte Zeit war ja auch so sehr, sehr häufig die Frage, was ist eigentlich mit Hollywood Matze? Also ihr hattet Streit, habt euch dann wieder vertragen und ich glaube, viele haben erwartet, dass Matze so als Teil deines Teams mit zum Wettkampf nach Spanien fliegt. Was aber, wenn man die Videos anguckt, nicht der Fall war. Kannst du vielleicht mal sagen, was ist der aktuelle Stand mit Matze und warum war er nicht in Alicante mit dabei? Ja, da muss aber, also da muss aber unter uns bleiben jetzt, also unter uns hier und unter allen hier, also ja. Also muss unter uns allen hier, unter uns ehrlich hier bleiben, so, weil sonst gibt es da bestimmt Ärger, so. Nee, weil, also ganz ehrlich, genau, bleibt unter uns jetzt hier. Der wollte nicht mitkommen, er hat wichtigere Dinge zu tun, hat er gesagt. Er hat Fernsehteam da und irgendwie, es war, er hat auch, irgendwie, was hat er gesagt, woanders, habe ich woanders gehört, über Ecken hat er gesagt, er hat nichts davon. Er hat auch nichts davon. Was willst du dazu noch sagen? Er hat davon nichts. So, da kommt dann so ein Herr, den du da, und da zum Beispiel Matze ist so einer, der dann damals, ich habe trainiert im Wettkampfmodus 2017 meinetwegen, im FitX, dann kommt der Matze mit aufgeblasenen 125 Kilo um die Ecke, macht da noch sein Bankdrücken, sein schweres so, hat von richtigen Muskelgefühltraining keine Ahnung. Den habe ich dann, wie gesagt, letztes Jahr da so aus dieser Materie mal so rausgeholt und mehr ins Bodybuilding reingeführt. Ja, da kommt dann so ein Matze und sagt dir dann sowas natürlich, ne? Also den du da praktisch erstmal muskulär weitergebracht hast, also so richtig gezeigt, auf wie richtiges Training. Jetzt ist er ja zu seinem, hat er sich den Coach genommen, den Stefan Kienzle, von dem ich eigentlich sehr viel halte, also der auch ein netter Kerl ist, von dem ich auch viel halte, der gar nichts dafür kann. Aber der erzählt ihm nichts anderes, als ich es auch getan habe. Er sagt sie jetzt auch in seinen Videos, ich geguckt, er sollte leichter trainieren, mehr mit Gefühl. Aber wie gesagt, da kommt dann als Dankeschön. Nee, mein Fernsehteam. Ich muss mit dem Fernsehteam und ich habe davon habe ich auch nichts, wenn ich damit komme. Wenn ich dich tief anfeuer. Was willst du da noch zu sagen? So, weißt du, also da. Ja, da können die Zuschauer dann entscheiden, was sie da, wie sie das sehen, würde ich sagen. Das heißt, es ist wieder gestellt und ihr seid wieder verstritten. Nee, verstritten jetzt nicht. Er hat mir auch was geschrieben, so, er hat mir auch ein paar Sprachnotizen geschickt, die habe ich noch nicht geöffnet. Und so. Machst aber du das mir noch? Jetzt. Ich glaube nicht so. Ich bin da so. Was bisschen soll ich, enttäuscht, oder? So, also kann man schon sagen, ein bisschen enttäuscht. Ja, bin ich enttäuscht. Also wer sowas erfährt, also ich habe dem ja im Endeffekt da so geholfen. So. Und dann ist das der Dank, dass er nicht mal mit beim Wettkampf, wo er auch schon, wie gesagt, das von Gigas von GN noch im Endeffekt war geplant. Alles übernommen wird so und so, dann fragst du ihn noch, möchtest du mitkommen und dann. Ja, muss ich mal sehen. Und ich habe ein Fernsehteam und ich habe dies und habe das, noch viel Wichtigeres. Also wie gesagt, wenn das umgekehrt gewesen wäre, also, und ich sage auch mal so, zum Beispiel mit Dennis Wolf, wenn Dennis Wolf jetzt nochmal starten würde, sage ich mal ganz ehrlich so, also Dennis hat ja viel für mich da getan jetzt letztes Jahr oder hat mich 4 Wochen da bei sich wohnen lassen und so und das, sage ich mal so jetzt unter uns hier so, hat auch nicht irgendwie groß Geld für, also mit Dennis und mir ist es freundschaftlich so sehr viel. Er hat jetzt nicht irgendwie da angefangen, ich möchte pro Tag das Miete haben oder das oder so oder Essensgeld. Die Frau ist dann einkaufen gegangen
und hat dann 5 Kilo Pute mitgebracht und die kostet 10,99 Euro oder 10,99 Dollar. Die möchte jetzt 10,99 Euro von mir wieder haben. Das ist da nicht so. Also da war das nicht einmal, wurde das ist das Thema. Ich habe dann, als der Olympia vorbei ist, bin ich in so ein Geschäft und habe dem Dennis Wanderstiefel gekauft, weil ich habe dann gehört, dass er gerne wandert. Da habe ich einen Wanderstiefel als Dankeschön geschenkt. Seiner Frau habe ich einen Strauß Blumen mit, ich glaube, was war's, beim Friseur einen Gutschein geschenkt. Mhm. So, das ist für mich noch, also das gehört sich so, verstehst du? Und so ist das, so war das, ist das geil, verstehst du so? Und wenn jetzt Dennis Wolf zum Beispiel nochmal einen Start hinlegen würde, so irgendwo, lass es in Spanien sein, lass es in Las Vegas sein, lass es in, dann würde ich mir auch, ich würde mir Gedanken machen und sagen, ich buche mir ein Ticket und fliege dahin und würde ihn unterstützen und würde ihn anfeuern, also mhm. als Geste, als Dankeschön. Verstehst du? Also so bin mhm. ich, so ist mein Charakter. Mhm. So, und da, wie gesagt, können Leute halt selbst entscheiden jetzt, was, sie haben ja gesehen, in Portugal war schon kein Matze dabei, in Alicante jetzt auch, also so viel hat er wahrscheinlich immer zu tun, hat so viel zu tun mit seinen Videos, dann ja, kann man nichts machen, wahrscheinlich so. Kann man also schon am Ende festhalten, du bist so ein Typ alte Schule, der auch Menschen sucht, die ebenfalls alte Schule sind, also so richtig, nach Prinzipien, richtig, so. Prinzipientreu, oder? Richtig, sehr, 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 sehr. Und wenn sehr, dann sehr jemand gut. mal so und durchs Raster fällt, ist bei dir auch schwierig, wieder reinzukommen, oder, in die Tür? Er war ja schon aus dem Raster zwischendurch einmal gefallen. Wie gesagt, war ja auch eben, schon mal zwischendurch. Ja. Zwischendurch auch schon mal, jetzt Anfang des Jahres war auch schon mal so eine Nummer passiert, wo ich dachte, wo ja die Leute dann dachten, ich wäre neidisch auf seinen Erfolg und so und dies und das. Nein, Leute, das ist nicht so. Ich gönne jedem den Erfolg. Ihr könnt auch mein neues Video sehen. Ich sage in meinem neuen Video auch zum Beispiel, nimmt mehr den Code von Miami Max, nimmt den Code von Stefan Hauser und sage, mein Code machst du 10 nicht einmal. So, weil ich gar nicht möchte, dass das genutzt wird so viel, weil ich die beiden mehr, weil ich die möchte promoten, weil ich bin zufrieden, sage ich mal so sehr. Also ich kann mich im Moment nicht beklagen, was jetzt so meine Anwesenheit angeht oder mein Stand. Was steht Ihre? Hörst du mich gut jetzt noch? Ich höre dich noch, alles gut. Weil hier eben der Stand Internetverbindung ist. Also wie gesagt, ich brauche mich jetzt nicht beklagen. Ne, also wie gesagt, ich versuche auch, ich bin auch so ein Teamplayer-Typ. Ich habe auch, wer jetzt diese Videos gesehen hat bei uns. Das merkt man auch, ja. Ich freue mich dann halt, wenn die Jungs, weil die Jungs tun auch ihre Arbeit und unterstützen mich. Und es ist immer so ein bisschen, die eine Hand wäscht die andere. So. Und wenn da der eine Kollege was Gutes für mich tut, versuche ich das nächsten Tag ihm zurückzugeben. So ist meine Einstellung halt einfach so. Und in der Szene manchmal erlebst du schon dann deine Wunder, sag ich mal so. Lass uns mal da einhaken, eine Hand wäscht die andere, weil es gibt ja noch so den einen oder anderen, der auf der Liste deiner vergangenen Streitpartner steht. Ich würde mal so den Namen David Hoffmann in den Raum schmeißen, da gab es damals die sogenannten Geizmann-Vorwürfe, die, glaube ich, jeder mitbekommen hat. Willst du da vielleicht mal ein Update geben, ob ihr mittlerweile wieder so ein bisschen den Draht zueinander gefunden habt? Ihr wart ja jetzt auch wieder zweimal auf demselben Wettkampf. Du sagst, du guckst dir das gerne an, aber ist es dann da auch schon vorbei mit dem Angucken oder habt ihr schon auch wieder jetzt so einfach auch Kontakt, dass ihr miteinander redet und man so gut miteinander auskommt? Also ist es so mit David, so unter uns auch ganz ehrlich. Ja, nur unter uns. Es gucken nur ein paar tausend zu, also nicht viele. Ja, also wie gesagt, ich habe ihn ja jetzt, wie gesagt, da wieder gesehen. Ich habe ihn auch begrüßt. Ich bin auch derjenige, der auf ihn zugegangen ist oft, hab ihn die Hand geschüttelt. Ich gestehe auch ein, dass das ein oder andere Ding ein bisschen wieder ich zu viel, also ich, wie gesagt, manchmal mag ich das zu übertreiben. So, klar war das jetzt so, was da gesagt worden ist und so, vielleicht manche sagen, gehören nicht so in die Öffentlichkeit, vielleicht auch dem, was ich jetzt vorgesagt habe, vielleicht, wer weiß, nee, ein paar Tage bereue ich es vielleicht wieder, wer weiß, aber ich bin halt manchmal oft zu ehrlich, habe so ein ehrliches Mundwerk und das manchmal im Nachhinein denke ich so, ach, ja, wird's dann mir irgendwie, habe ich mir damit die Hände, Finger verbrannt so oder so, aber wie gesagt, bei David damals war das Ding, ja, was war da gewesen, ich weiß gar nicht mehr. Wie gesagt, wir waren auch zum Wettkampf und ein paar Sachen waren auch nicht so,
wo wir uns konform waren, wo ich dann auch meine Meinung gesagt habe und wo wir uns dann auch ein bisschen so auseinandergestritten haben, so, ja, aber wie gesagt, das Ding ist eigentlich jetzt, wenn du so willst, für mich gegessen, so, oder für David hoffe ich, denke ich mal, auch, also wie gesagt, wenn wir uns begegnen, dann grüßen wir uns, wir quatschen jetzt zwar nicht endlos uns zu oder so, aber ja, aber mach doch mal. Also das ist ja jetzt, ist ja schon mal ein guter Ansatz, dass du sagst, du hast ja vielleicht einfach mal so ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu viel in die Öffentlichkeit getragen. Dann quatscht euch doch mal aus. Ich schätze mal, eure Nummer habt ihr schon mal ausgetauscht und dann kann man doch mal so einfach eine halbe Stunde drüber quatschen und gut ist. Ja, ist jetzt wahrscheinlich nochmal, vielleicht wird das jetzt demnächst auch so kommen, weil wir jetzt demnächst auch so bei so einem Event, glaube ich, auch zusammen am Start sind. Ja, ich bin, wie gesagt, für alles offen und was nicht ist, kann ja natürlich noch werden, wie gesagt. Also ich bin da offen und ich möchte da auch nichts mehr. Ich habe, wie gesagt, ich gucke jetzt auch die Videos hier manchmal von Rabon und ich finde auch, was David da manchmal auch so sagt und so, wie er so rüberkommt oder seine eigenen Videos gucke ich auf seinen Kanal. Auch was er so Corona-mäßig so, sind wir uns da auch ein bisschen einig, was er da manchmal so durch die Blume gesagt hat, so bin ich da auch sehr konform mit ihm und so und ich fand auch, muss ich sagen, er hat auch sehr gut ausgesehen jetzt bei dem Wettkampf, bei dem in der offenen Klasse Open, fand ich ihn sehr gut, muss ich sagen, und er hat auch, wie gesagt, wieder, was Bodybuilding angeht, auf der Bühne will ich ihm auch gar nichts nachsagen lassen, also da war er immer gut und hat immer jetzt auch sich gut präsentiert und auch Olympia damals, ja. Das waren halt so ein paar persönliche Dinge, die mich dann auch mich damals enttäuscht. Bin halt so ein Typ, so wie gesagt, wenn mich irgendwelche Dinge sofort menschlich enttäuschen, wenn ich irgendwie, meine Freundin sagt aber auch mehr so, du darfst mir nicht von dir zu sehr ausgehen, Steve. Also ich bin immer so, ich gehe immer zu sehr von mir aus, wo ich so denke, so, meine Prinzipien sind so und ich würde so sein. So, und das darf ich vielleicht nicht zu oft so. Das ist immer so, dass, da sagt meine Freundin, du darfst nicht zu sehr von dir ausgehen. Andere Menschen sind anders, andere Menschen denken anders, andere Menschen haben einen anderen Charakter. Und das fällt mir so oft sehr schwer, so dass da mich anzufreunden, so dass ich denke, so, ja gut, der ist eben anders, so, der hat auch, ist anders aufgewachsen vielleicht oder hat andere Ansichten oder anders erzogen oder anders, andere Prinzipien, andere Denkweisen und so, und da gehe ich immer zu sehr vielleicht von mir selbst, und ja, wie gesagt, da waren halt ein paar Sachen so, die, wo ich dachte, hey, da war ich enttäuscht dann sehr und so, und ja, habe ich es vielleicht ein bisschen auch zu sehr in die Öffentlichkeit getragen oder so. Im Nachhinein, so. Hätte man vielleicht auch so klären können, aber wie gesagt, wir werden das wahrscheinlich noch tun. Ja, du hast es in die Wege geleitet. Ihr habt es gehört, genau hier. Gannikus Podcast als Vermittlungshotline für verstrittene deutsche Bodybuilder. Ist doch auch mal so, was. Ne? Also. Ja, wird schon, also wie gesagt, ich bin ja mit Matze auch wieder ganz gut im. Matze hatte ich auch so einen kleinen Disput hier, so wenn du so willst. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, und, weil das ist ja so. Passt ja alles so ins selbe Paket, ja, rein. Matze, ihr lauft euch ja auch immer wieder über den Weg. Und du warst, glaube ich, ja auch in dem Rap One Video wieder drin, also von daher. Genau, ist ja nicht, also ist ja nicht schlimm, also es ist ja, tut mir ja gut und warum soll ich sagen nein? Also. Das ist eine, ja, Symbiose, gesagt, es tut Rap One gut, tut dir gut, tut ja, dir genau, jetzt auch gut, wenn du hier im Podcast bist, ja. Ist ja toll. Richtig, genau. Also wie gesagt, es ist alles wieder da Schwamm drüber, sage ich mal so. Und ich denke mal, vielleicht kann man in der Zukunft mal dann wieder, vielleicht kommt auch mal ein Video mit mir und David oder so. Wäre eine coole Sache. Also sonst, wie gesagt, damals Thai Report, das war ja legendär. Schon lustig. So, einige Dinge waren ja auch wirklich so, dass wir uns kaputt gelacht haben zusammen und so. Und ja, manchmal erinnere ich mich gerne zurück und das war schon, hat schon Spaß gemacht. So. Mhm. Und das, wie gesagt, stimmt schon, also. Ja, also mit dem Tim zum Beispiel verstehe ich mich auch noch super, oder habe ich auch da noch in Alicante nochmal, als wir Five Guys rauskamen, haben wir das mal kurz gequatscht und so, und ja, wie gesagt, also ich bin da jetzt nicht abwegig, also da bin ich nicht wie beim Mike, sondern da bin ich schon ein bisschen offener, sag ich mal so. Was denkst du denn, ist so der Hauptgrund, warum du gerne mal aneckst? Also du hast schon gesagt, du bist sehr ehrlich, ich würde auch sagen, dass du halt einfach ein Mensch bist, der immer geradeaus seine Meinung sagt und das halt die meisten anderen Leute nicht so kennen und dann sich so ein bisschen überfahren fühlen, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Wie ist so deine These? Ja, damit kommt für viele nicht klar. Ich bin halt auch so ein Typ, so, der sofort ich bin halt so ein Typ, auch so gestern auch, so meine Freundin und ich gehen ins Restaurant, wir beide haben riesen Hunger und dann der Kellner sieht, dass wir uns hinsetzen, bringt uns so die Karte und dann
bis er unsere Bestellung aufnimmt, bis er kam, war bestimmt 20 Minuten vergangen, so ziemlich lange. Und noch hier und da. Und dann bin ich halt so ein Typ so, der dann das nicht so hinnimmt, der dann da auch aufsteht und irgendwann sagt, ey, Alter, hast du uns vergessen, so ungefähr. Was ist hier los? Was ist das für ein. Oder manchmal bin ich dann auch so, dass ich dann einfach aufstehe und zum nächsten Restaurant gehe oder so. Also so. Bin halt da, ich bin auch sehr temperamentvoll, ich habe ein gutes Temperament, sag ich mal, oder bin jetzt auch so ein bisschen der Typ, der so ein bisschen, ja, wie gesagt, Temperament hat und eben auch nicht so sich alles gefallen lässt oder nicht immer unbedingt, wie heißt das so, dem Widerstand, oder wie heißt das, wie sagt man das schön? Dem geringsten Widerstand. Du gehst nicht den Weg des geringsten Widerstands, ja. Ja, ich bin dann schon so einer, der sofort seine Meinung sagt oder sagt, pass auf, das ist hier nicht in Ordnung oder weiß ich, oder ich wäre auch so, wenn ich in eine Bahn einsteige und dann irgendwie sehe, dass fünf Leute da einen zusammentrümmern da, dann gehe ich da hin und sage, ihr seid doch nicht ganz dicht, dann versuche ich irgendwie eine Eisenkeule zu finden und trümmer die Jungs dann zusammen, weil das ist unfair, verstehst du? Also da bin ich doch nicht der Typ, der dann da sitzt und sagt, ich gucke jetzt immer weg hier so, oder ich lasse das lieber, weil ich könnte mich ja auch dann verletzen, wenn ich mit den Jungs was mache. Ja. Da gehe ich dann schon, das ist so meine Art, so einfach mein Charakter, so dass ich da einfach, also ich bin schon so ein Typ, der sagt, so wenn irgendwo was nicht richtig funktioniert oder passt oder Ungerechtigkeiten, gerade bei Ungerechtigkeiten bin ich immer sehr, versuche sehr der Gerechtigkeit nachzukommen oder so, das klarzustellen so. Und das ist dann kann auch mal bei ein oder anderen anhängen, wo dann die Leute denken, was will er denn jetzt so. Ja, das hört sich für mich auf jeden Fall so an, als hätten wir jetzt, ich glaube, bei der Hälfte zumindest der Beef-Themen eine gute Lösung gefunden. Heißt, bei Matze und bei David, da stehen die Sterne gut. Bei Mike eher weniger und bei Matze vielleicht auch eher weniger. Kann man das so sagen? Ja, wie gesagt, schwierig. So kann man es sagen. Hast du eigentlich recht. Das ist eigentlich so. Ja. Weil, wie gesagt, ich mag es halt auch nicht so. Wenn du enttäuscht bist von so gewissen Menschen, wo du denkst, denen hast du viel geholfen oder der hast du viel getan oder dann kommt wenig zurück oder dann denkst du, weißt du was, leck mich doch am Arsch, ich brauch dich nicht. So bin ich halt so ein Typ so. Ja. So, ich komme auch ohne diese Leute klar. Ich bin auch sowieso überhaupt meinen Weg eigentlich immer, wenn du so willst, allein gegangen, jetzt auch meinen sportlichen Weg. Es gibt vielleicht zwei Leute noch, denen ich da, also wie gesagt, Dennis Wolf kann ich sehr dankbar sein. Jetzt zuletzt habe ich viel gelernt von ihm und Enrico Schütze ist einer, den wissen auch nur welche aus meiner Heimatstadt Schwerin, den habe ich jetzt viel zu verdanken, von klein auf. Ansonsten Konrad Wolf hat mich noch eine Weile sehr gut unterstützt, also auch jetzt zuletzt. Ist das, wie gesagt, seit der Hans-Hoffmann-Geschichte, mache ich ja wieder so ein bisschen mein eigenes Ding. Bis dato hat er auch Konrad Wolf noch sehr viel für mich getan. Also an dieser Stelle auch mal Grüße an Konrad, der hat auch sonst sehr viel Gutes mir getan. Also da würde ich auch irgendwie immer, wenn der mich um was bittet, würde ich immer jederzeit sagen, gerne. So, und wen würde ich noch? Dann wird's schon eng, höre ich raus. Ja, wie gesagt, es ist eben so. Ja. Bei Arnold war es Joe Wider, der ihm geholfen hat, so sag ich mal so. Und bei mir sind es halt diese Figuren, so diese Galionsfiguren, die mir da sehr, sehr auf meinem Weg so mich unterstützt haben, sag ich mal. So, ja. Ansonsten meine Mutter noch, die steht immer hinter mir. Dann lass uns doch diese ganze Streitereigeschichte abschließen und vor den Zuschauerfragen noch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, weil die Einreisebedingungen für die USA sind dieses Jahr nochmal eine Ecke schwerer als für 2020. Du hast schon so ein bisschen was erzählt. Hast du dir einen Plan zurechtgelegt, wie du nach Orlando kommst und was du dafür alles erledigen musst? Ja, ich muss mich erstmal. Ich habe jetzt nächste Woche gehe ich zum Impfen. Johnson & Johnson werde ich mir impfen lassen. Bist clever, also nimmst die eine Impfung, dass du nichts warnen musst, ne? Genau, du bist ja, ich ein richtig cleveres Kerlchen. Nee, liegt nicht nur auf clever. Ich habe halt so Kumpels, die ein bisschen clever. Ich bin halt so, eigentlich habe ich mich so bis dato noch gar nicht damit befasst. Also ich bin auch nicht gerade so ein Corona, kann ja mal ehrlicher sein,
ein paar Sachen hinterfrage ich da einfach, die sind mir alles ein bisschen sehr, ja, zu sehr wieder hier und da und so, das ist alles so, der darf das und das darf wieder nicht und das ist mir alles zu sehr so suspekt, sag ich mal so. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, halt so. Also ich, da darf die Maske wieder, also was für ein Blödsinn, alleine der Blödsinn, dass du die Maske dann im Studio tragen musst und dann am Gerät, wo du dann am meisten Auswurf hast, wo du am meisten dich anstrengst und da darfst du sie abmachen, also was für ein Blödsinn. Also das ist schon für mich so, wo ich denke so, was haben die da, was haben die Leute da oben, was haben die da für komische Sachen entwickelt, so. Da bin ich auch wieder zu pragmatisch. Du machst es aber halt, weil du es brauchst, oder? Wie meinst du? Du lässt sie jetzt impfen, weil du es brauchst. Die, ja. Ja, genau, so ungefähr. So, ja, so. Mhm. Also ich habe jetzt keine Angst. Also ist es wirklich so, kommst du wirklich nur mit der Impfung in die USA rein? Soweit ich gehört habe, unter anderem ja. So, ne? Also das muss wohl sein. Okay. Ne? Wie ist der Plan? Also kannst du mal sagen, wie der Plan ist? Jetzt lässt du dich impfen, kannst du dann direkt rüberfliegen in die USA? Ich habe gehört, du musst muss einen Zwischenstopp machen. Ja, genau. Man muss ja irgendwie mit Mexiko oder so oder irgendwie so... Mhm. Finger in Po Mexiko, so wie es der Mike jetzt und der Oster so vorgemacht haben. Sowas irgendwie eventuell oder irgendwie vielleicht muss ich gucken, mit dem Dennis irgendwelche Beziehungen spielen lassen, dass Dennis mal Arnold Schwarzenegger anruft. Arnold Schwarzenegger ruft dann den Joe Biden an oder so, vielleicht irgendwie sowas. Oder der Steve, der muss rüber. Mhm. Also du planst Mexiko quasi als Zwischenstation? Habe ich jetzt erstmal so gehört. So, ich bin noch nicht so am Ende meiner Recherchen, aber die Recherchen bisher sind wohl so, dass es so wahrscheinlich vonstatten gehen muss. So, aber auch andererseits auch cool. Ich war noch nie in Mexiko. Kann man noch ein bisschen so cool. Schöne Videos ich wieder war machen. Schon dort. Ja? Und wie ist? Ja, Spring Break Cancun 2012. Ach, volle Kanone. Ja, Spring Break. Ja, ist so einer bist du. Also das wäre so auch was für dich. Wäre auch was für dich. Ja, wollte ich ja sagen. Ja, gut. Naja, meine Freundin wäre nicht so begeistert. Die würde sagen, Spring Break. Ja, die lässt du ja daheim. So, die kommt, nee, kommt mit dann. Naja, mal so mal gucken. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin nicht abwegig. Wie gesagt, das ist halt nichts. Wenn das halt so sein muss, muss es halt sein. Also ich sag mal so, wer das eine will, also, muss das andere mögen. Und das ist eben auch halt, das ist halt auch, das bringt halt dieser Sport mit sich. So, das ist eben so, wer auf der Bühne gut aussehen will, muss sich den Arsch aufreißen. Der muss halt auch eine harte Diät machen, der muss halt entwässern, der muss halt Posen üben, der muss halt ja, all diese Prozeduren hinter, auch eben jetzt mittlerweile so. Andererseits können wir froh sein, dass es überhaupt stattfindet. So, jetzt überhaupt, dass durch Corona, dass überhaupt jetzt wieder alles schon ein bisschen wieder in den Weg der Richtung der Normalität zurückkehrt langsam. Bin ich schon allein sehr froh. Also wie gesagt, diese Corona hat mich echt zwischendurch leicht depressiv gemacht. So. Und ich bin schon ein Typ, ich und Depression, ich bin immer positiv und immer so, versuche ich gut drauf und das Beste aus allem, aus aller Möglichkeit, also aus so jedem Scheiß, das Beste zu machen. Aber das war schon eine ganz schöne harte Nummer damals da, so, wo das losging. Auch mit dem Training und so, da bin ich auch nochmal liebe Grüße an meinen Freund hier, Alex Kraft vom CraftFit Shop, wo ich jetzt immer trainieren durfte, der mir die Möglichkeiten gegeben hat, wo die ganzen Studios zu waren, dass ich dort im Keller bei ihm immer trainieren durfte. Liebste Grüße, Dankeschön nochmal dafür, dass ich bei dir immer trainieren durfte. Hab immer bei ihm jederzeit, hat er gesagt, du kannst kommen, wann du willst, du kannst einen Schlüssel kriegen. Also wie gesagt, dieser Mann hat mir echt auch nochmal jetzt meine Wettkampfsaison gerettet, sag ich mal so, ohne den Kollegen. Weil ich bin auch nicht so der Typ jetzt hier, der dann irgendwie da anfragt und so, ich bin ja hier der Steve Bentin und ich möchte dann bei euch da trainieren. Oder mit der Pro-Karte, diese ganze Geschichte da. Das kannst du ja auch gar nicht, das ist ja das Nächste, was die Leute gar nicht da draußen wissen. So, ich gehe mit der Pro-Karte, ich bin ja Profi-Bodybuilder. Mit der Pappe, ich bin der Profi-Bodybuilder und ich darf trainieren oder sowas. Also, das ja, ist da doch lacht sich ja jeder das, aus. Also, das ist ja den, das ist den Jungs da von der Politik, da ist das doch egal. Also das ist ja nichts. Wir sind ja keine Fußballer, irgendwie keine Handballer oder keine Profiboxer. Das ist eben das Traurige. Und das ist eben diese Bodybuilding-Sportart, ist immer noch Randgruppensportart und das ist immer noch, wird auch immer so bleiben. Und jeder, der erzählt irgendwie, ja, wir werden es schaffen und so, der erzählt Blödsinn. Also das ist in meinen Augen, wird es da nie so hinkommen. Also alleine der Mr. Olympia, wenn man das so, ich war ja schon wieder 2019 da und ist eine geile Sache, aber wie gesagt, das ist halt, wenn du das mit Super Bowl und
und Fußball-WM und alles so. Oder jetzt auch allein die Meisterschaft in Alicante. Die geht dann mal eben so, anstatt morgens um 9 wird er geschrieben, geht die eben mal 10:30 erst los, so, weißt? Jetzt stell mal vor, das WM-Endspiel, 18 Uhr auf ARD, ja, nicht 18 Uhr Anstoß, sondern 18 Uhr, 19.30 Uhr, so, weißt du? Das wird es da nicht geben, also. Ja. Ne, also, so, das ist eben so der Unterschied, immer so, ich will das Bodybuilding jetzt nicht schlecht machen, aber wir müssen halt immer noch mal so die Kirche im Dorf lassen, das ist immer, wird es immer bleiben, so, es ist immer eine Randgruppensportart und, ist sehr schwer, dass, da kann auch ein Arnold kommen und ein, das wird sehr schwer. Oder jetzt The Rock will das ja alles ein bisschen noch pushen und so. Finde ich geil, aber das wird schon ein hartes Stück Arbeit für ihn werden. Hm. So. Hast du geplant, dieses Jahr nochmal so ein Bootcamp zu machen bei Dennis Wolf? Du hast vorher schon angesprochen, dass du ja 2019, als du bei Mr. Olympia gestartet bist, dann eine relativ lange Zeit dort verbracht hast. Ist es so im Bereich des Möglichen? Weil du müsstest ja, wenn du 2 Wochen Bootcamp bei Dennis machen willst, müsstest du ja 4 Wochen vorher aus Deutschland nach Mexiko fliegen. Ist das so in deinen Planungen irgendwie verankert oder kann das nicht stattfinden dieses Jahr? Ich würde es gerne machen. Es ist die Frage, wie gesagt, wie ist jetzt das Ganze? Ich muss ja, wie gesagt, erstmal die Impfung. Dann, wenn du die Impfung hast, musst du 2 Wochen weiterrechnen bei der Johnson & Johnson, bis du dann immun bist oder immun angezeigt bist. Dann kannst du rüberfliegen und dann, wie gesagt, 2 Wochen musst du in Mexiko bleiben und dann rüberfliegen. Dann würde ich, wie gesagt, erstmal zum Dennis immer und vom Dennis natürlich dann nochmal nach Orlando. Es war wesentlich einfacher natürlich, als der Mr. Olympia in Las Vegas stattgefunden hat, ne, für mich dann mit Dennis. Das wird jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen Tortur. Aber wir sind da gerade am gucken, wie wir es machen. Und ja, ich würde gerne schon natürlich, also das ist nämlich natürlich, das ist ein Privileg, das nicht jeder hat. Ne? Also das sollte man schon, wäre ich doof, wenn ich das nicht machen würde. Und wie gesagt, Dennis, das alleine, sag ich mal so, hat es auch sehr gefehlt, jetzt in Alicante, dass jemand wie Dennis Wolf unten sitzt und mir einfach zuruft. So, hey, Bauch, hey, Beine, hey, hol mal Latt mehr raus und so. Das war beim Olympia oder damals in Kanada, das war schon ein Highlight, also das ist erstmal eine richtige Motivation, wenn da jemand wie Dennis Wolf sitzt und sagt zu dir, ey, Steve, komm hier, das und ey, stell dich an, Jung, komm, gib alles, nochmal, du bist beim Olympia und so und so. Mhm. Das ist natürlich dann nochmal extra ein, ne, dass du das extra mal. Und eben auch, wie gesagt, dass du jemand hast, der dich da pusht und der dir nochmal sagt, so, da kannst du nochmal ein Stückchen rausholen, hier nochmal ein Stückchen. Und das ist natürlich dann, das möchte ich natürlich mitnehmen, ne? würde ich gerne mitnehmen. Also wie gesagt, das ist schon in Planung und wir schauen, dass wir das auf jeden Fall runterkriegen. Und ja, wie gesagt, ist alles jetzt noch Zukunftsmusik. Also alles in Planung ist. Wie genau das stattfinden wird, das werde ich dann noch alles bei Instagram oder bei YouTube alles bekannt geben. Okay, welches Ziel hast du dir jetzt für den Wettkampf in Orlando gesetzt? Du hast schon gesagt Top 10. Was kannst du so optisch noch verbessern? Ich meine, hart bist du ja eigentlich immer und mittlerweile musst du kurz vor der Einwaage ja immer schon schauen, dass du das Gewichtslimit überhaupt schaffst. Was kann man noch rausholen? Naja, also ich will, was ich jetzt gesehen habe, wieder der Rücken halt ist so meine Problemzone, die Tiefe innen, die will ich noch ein bisschen mehr, oder wie gesagt, auch gerade Dennis, der hat das da drauf, so diese Übungen mit einzubauen, die dann nochmal diese Rückentiefe bringen, diese Detailentwicklung. Da kann sich noch was tun, glaube ich, so. Also muskulär aufbauen kann man ja natürlich in dieser Zeit jetzt nichts mehr. So, man kann halt immer noch versuchen, so ein bisschen mehr Cuts irgendwie nochmal hier in die Beine, noch tiefere Cuts wird schwer. Da sagen sie ja schon alle, sie sind schon sehr gut. Aber im Rückenbereich kann man noch ein bisschen, glaube ich, Tiefe und Qualität noch ein bisschen rausholen, glaube ich, so. Das ist so mein Ziel, so. Ansonsten halt das Ganze zu kompensieren wäre schon gut oder ist schon gut, glaube ich, oder ist auch schon eine Aufgabe, sag ich mal. Und wenn ich das geschafft habe, bin ich dann auch schon sehr gut. Aber ansonsten, wie gesagt, das Ziel wäre halt, wenn ich jetzt so ein Paket bringe, wie jetzt Portugal-mäßig, so mit dem Bauch auch flach schön und so alles und gut mich präsentiere, denke ich, bei dem Starterfeld, was ich jetzt gesehen habe, bei den vielen neuen Guys da, neuen Jungs, sind ja, wie gesagt, viele dabei, die jetzt auch nicht viele Olympiateilnahmen haben. Und das ist natürlich ein Vorteil für mich so, ne? Guck mal, neben dem Sieger vom letzten Jahr habe ich ja schon in New York gestanden, neben dem Sean Clarida. Da habe ich sogar gar nicht so schlecht ausgesehen, neben dem damals 2018. Und ja, mal sehen, wie gesagt, mein Ziel ist Top 10 und ich bin auch der Meinung, Top 10
Habe ich mit Dennis Wolf schon drüber gesprochen, wenn wir ehrlich sind. Also wie gesagt, ich bin ja auch immer so ehrlich zu mir selbst oder so. Oder ich sage auch zu Dennis, dass er ehrlich zu mir selbst zu mir so, sein soll. Ich sage körperlich von der Struktur und von dem Ganzen ist eine Top-10-Platzierung da auf jeden Fall machbar so. Du musst dir die Top 10 als Ziel setzen. Also ja. Ich habe es auch in den News neulich gesagt, ich wüsste nicht, was du dir sonst für ein Ziel setzen solltest. Also klar, du kannst sagen, dass ich nicht den geteilten letzten Platz mache, aber was ist das für eine Zielsetzung? Ja. Das ist, da brauchst du nicht hinfahren. Ja, das war ja damals das Ziel, weil damals war ja die Konstellation ganz anders, weil ich ja so schlecht dann vorher mit meinem Magen-Darm-Virus da, mit diesem komischen Kram da, was ich mir da eingefangen hatte vorher, war ja ganz schlimmes Starten in die Vorbereitung dort. Da habe ich ja Muskeln verloren und Volumen und Härte. Hm. Das musste ich ja erstmal alles ein bisschen zurückgewinnen. Und da war mein Ziel, wie gesagt, einfach dabei sein, nicht den letzten Platz holen und gut aussehen. So. Diesmal, wie gesagt, wird das Ziel halt sein, dabei sein natürlich auch, aber eben auch Top 10. Mhm. So, das ist das ganz klar abgesteckte Ziel. So. 9., 10. Platz, wenn ich das schaffe, bin ich schon sehr zufrieden. Ja. Das ist doch ein Wort. Dann würde ich sagen, letzte Frage vor den Zuschauerfragen. Wie lang willst du das mit dem Profi-Bodybuilding noch machen? Hast du dir schon so eine Exit-Strategie zurechtgelegt oder machst du einfach mal so lange, wie der Körper dich trägt? Ich glaube, im Februar bist du 40, oder? Richtig, richtig, ja. Na, ich habe ja vorhin schon gesagt, so bis jetzt habe ich ja keine Verletzung groß. Wenn ich sonst so mit Kollegen spreche, die in meinem Alter sind, so oder viele so, haben sie ja schon so öfter hier Trizepsabriss oder Brust oder keine Ahnung was. Habe ich eigentlich bisher ganz gut, bin ich gut bei weggekommen. Und ich sag mal so, auch man hat jetzt gesehen, nochmal eine Steigerung und ich fühle mich auch noch relativ gut und frisch und jung. Ich denke so auf dem Niveau, wie ich es jetzt gemacht, jetzt bin ich halt, im Moment kann ich so meinen Körper gut einschätzen, denke ich so 5 Jahre kann ich so noch auf diesem Niveau bleiben. Okay. Schätze ich so. Also ich bin auch so ein Typ so, ich habe ja einen alten Vater, habe ich ja einen Verrückten und der ist eigentlich auch so ein Typ, dass er so ein bisschen... Du bist zäh. Ja. So kann man es sagen. Also ein bisschen Gene schwarze Gene, sagt man so. Dexter Jackson wäre so, ne? Also so ein bisschen schwarz ist vielleicht drin irgendwie. Vielleicht mein Vater war ein bisschen schwarz auch. Bisschen. Deswegen auch der Massepimmel, verstehst du? Ja. So. So heißt der Steve übrigens hier auch auf Zoom. Massepimmel ist dein Name. Steht da. Genau. Habe ich mal so raufgedrückt hier. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Auf jeden Fall so, wie gesagt, denke ich mal, meine Genetik, meine Konstellation und was so auch, wie gesagt, die Elternschaft hergibt, so wie die so sich halten, denke ich mal, bis 45 kann ich noch ein gutes Paket. Wenn ich aber auch, wie gesagt, mit 43 im Sinne nicht mehr so ist, und mit 43 sehe ich, bin total am Abbauen, ich bin total der Muskel, wie bei Ronnie Coleman, wenn du so willst, mal, wenn du sie siehst, die Muskeln sind nur abgefressen aus oder hier und da so und oder bei manchen Bodybuildern ist es ja manchmal noch ja zu sehen, die gehen dann trotzdem immer noch auf die Bühne. Mhm. Wenn ich das, also da kann ich mich sehr, sehr gut selbst einschätzen, wenn ich das nachher bei mir entdecke und sage, da ist aber hier die Brust schon abgefressen oder die Schulter so ungleich oder Trizeps ist irgendwie so komisch. Wenn ich, sobald ich das bemerken sollte, würde ich sagen, bringt es mir auch nichts mehr. Weil was soll ich mir dann auch noch das ganze Zeugs da immer reinkloppen im Körper, wenn ich dann eh nur noch bergab steige, sag ich mal. Mhm. Also das bringt mir dann nichts mehr. Ja. Würde ich meinem Körper nicht mehr zu. Also ich würde auch, wie gesagt, sobald ich nachher meine Wettkampfsaison, meine Profi-Wettkampfkarriere beendet ist, werde ich, das habe ich mir gesagt, werde ich wahrscheinlich nochmal so machen, dass ich nochmal zu der Amateure zurückgehe. Okay. Da werde ich nochmal beim NRC vielleicht nochmal so eine, oder bei irgendwelchen Verbänden dort, werde ich da nochmal was machen, so, dass ich da mal so ein WM oder irgendwie oder sowas vielleicht nochmal, das werde ich vielleicht nochmal tun dann. So ein bisschen sowas, so auf ein bisschen moderate Dosierungsmäßig oder sowas. So auf, also wie gesagt, so locker. Gucken, aber was du noch mitnehmen kannst, quasi bei den Amateuren nochmal. Genau, so vielleicht noch. Also nicht, dann bist du aber ja schon bald 50. Also wenn du sagst, du machst noch bis 45, dann nochmal bei den Amateuren. Ja, wieder 45, ja, wenn ich dann so 46, 47 bin und merke, es ist schon ein bisschen, es wird reichen, also bei den Profis brauche ich nichts mehr da. Und ich habe noch Spaß an der Sache, dann werde ich vielleicht nochmal bei der Amateure irgendwie nochmal den einen oder anderen Wettkampf mitnehmen und so. Geht das eigentlich? Also ist sowas möglich? Man kann sich reamatisieren lassen natürlich, ne? So ist, okay. Das war immer, du hast schon vorgedacht. Hat ja damals der Peter Trenz auch gemacht. So. Der ist ja dann stimmt. War Profi-Bodybuilder und der ist bei der IFBB dann zurückgegangen. Stimmt. Also wie gesagt, entweder gehe ich dann zum Amateurgeschichte hier und mache dann so eine Sachen, vielleicht
Dennis Wolf Classic oder so, oder wenn ich noch Spaß dabei habe. Also es geht ja um den Spaß auch ein bisschen. Also macht es auch Spaß für mich, diese Wettkämpfe. Mhm. Dann werde ich das auch noch tun und so, und werde ich das auch noch kundtun. Und sobald dann diese Sache, Wettkämpfe, naja, für mich, weiß ich nicht, mit 48 oder 47 oder was, das weiß der Geier was. Guck mal, wie gesagt, das muss man ja mal Hollywood Matze lassen. Er ist 47 jetzt, er sieht obenrum sehr gut aus noch. Mhm. Er hat Beinvolumen noch nie so richtig gehabt, aber ich glaube, wenn der richtig seine Diät anzieht und richtig bis zum Schluss das durchzieht, kann er ein gutes Paket für einen 47-jährigen Mann, kann er ein gutes Paket auf die Bühne bringen. Also das muss man ihm lassen. Welcher ja. Mann, ich kenne wenige, die mit 47 noch so gut aussehen, so frisch noch so dabei, dass da auch, das ist das, was ich meine, da ist alles noch, die Brust sieht noch schön frisch aus, die Haut noch so. Solange das so dann bei mir noch so ist, dann würde ich auch noch den einen oder anderen Wettkampf dann weg, amateurmäßig noch vielleicht machen. Aber sobald dann diese Sache abgestrichen ist für mich, werde ich dann auch das Medikamentöse sein lassen und auch wirklich nur noch natural, einfach werde ich 3-4 Mal die Woche ins Training gehen, werde noch Sport machen und werde versuchen, auch noch gesund mich zu ernähren. Aber ich würde nicht mehr irgendwie was mein Körper kundtun, dort irgendwie ins Hormonsystem einzugreifen. Mhm. Da bin ich zu schlau, sag ich mal, oder zu vernünftig, sag ich mal so. Ja, also das bringt mir nichts. Ich muss immer, wie gesagt, das muss man halt was bringen. Also wie gesagt, beim Formel-1-Fahrer ist so, der muss seinen Tank, sein Auto voll tanken. Beim Bodybuilder ist es halt so, der muss dann diese Geschichte tun, ein bisschen wenn er nicht gerade beim GmbF startet oder so, aber das ist halt leider so. Und wer was anderes erzählt da, dass man so hier und so, also in diesen gewissen, oder vielleicht gehe ich runter in die Classic Physik, schreibe ich das auch so ein bisschen mit wenig, mit 250, wer weiß, kann ich auch, ich bin, wie gesagt, für alles offen danach, aber wie gesagt, die nächsten 5 Jahre sind 212 nochmal angevisiert und da möchte ich nochmal richtig, ich bin auch der Meinung, ich sage euch das auch jetzt, so wie es hier ist, ich glaube, so ein Schub, wie ich dieses Jahr gemacht habe, jetzt kann ich könnte nochmal nächstes Jahr kommen. Mhm. Wenn ich nochmal jetzt, nach der Olympia werde ich mir nochmal eine Pause gönnen und dann werde ich nochmal ein bisschen Off-Season machen. Hast du noch Luft bei den Heilkräutern, hast du auch gesagt, oder? So ein bisschen. Da wäre noch bestimmt noch ein bisschen Luft, Heilkräuter und trainingstechnisch mäßig und überhaupt so mäßig, so das motivationstechnisch ist da noch, also da ist noch, da sollte noch. Guck mal, ich habe ja gar nicht groß jetzt, ich habe, wie gesagt, von 293 Kilo habe ich jetzt auf 95 Kilo. Das sind 2-3 Kilo Muskeln reine. Aber sah ja die Beine wesentlich dicker aus und so, das sind ja nur 2 Kilo Muskeln, die jetzt, 2 Kilo Fleisch so. Jetzt lass mich nochmal 2 Kilo oder 1 Kilo Fleisch dazu gewinnen. Und dann so reinpressen in die 96, dass ich da auf dem Wiegen, kurz vor dem Wiegen mir noch Blut abzapfen muss oder so, so ungefähr. Dann, oder sie den Pimmel abschneiden muss dann einfach. Weißt du, dann kann man ja danach wieder rannehmen. Weißt du, wenn die Waage rum ist, nehmen wir ihn wieder an. Dann kannst du dich eventuell ja nicht mehr Massepimmel nennen auf Zoom. Genau. So machst du das. Aber wie gesagt, das, irgendwie so ungefähr habe ich mir gedacht. So ist meine Zukunftserwartung, also mein Zukunftsziel, und das sollte so sportlich gesehen, denke ich, da ist da noch ein bisschen Luft und bin ich noch guter Dinge. Und solange ich mich, wie gesagt, klopf, klopf, nicht verletze, ich bin ja auch, wie gesagt, im Kopf dabei, dass ich mir nicht zu, ich mag es schwer zu noch trainieren. Ich nehme auch hier noch Schrägbank, muss ich schon noch meine 130, 140 nehmen, so, oder weiß ich, aber, also ich muss schon noch mit 6 bis 8 Wiederholungen schwer trainieren können, möchte ich gern, aber sobald ich dann merke, das geht nicht mehr, dann muss ich halt weniger und dann, ich trainiere halt mit Kopf und so, und das ist ganz wichtig, dass ich mich lieber nicht verletzen und weniger als dieses Risiko eingehen und mich verletzen und so. Mhm. Das hört sich doch insgesamt nach einem guten Plan an und ich würde sagen, wenn du deine Mahlzeit noch so ein paar Minuten schieben kannst und nicht flach lässt, dann würde ich sagen, wir widmen uns noch ein paar Zuschauerfragen, weil davon stehen hier auch noch 13 Stück auf der Liste. Oh. Die Leute wollen sehr viel von dir wissen, vor allem ganz querbeet gemischt. Ich hoffe, du kannst da adäquate Antworten darauf liefern. Wir fangen mal an mit der ersten Frage. Ganz einfach, wie kam die Zusammenarbeit mit Dennis Wolf zustande? Das war damals, ja wie gesagt, 2000. Ich hatte ja mit Dennis immer mal so, ich kenne, also das wissen ja auch viele nicht, ich kenne Dennis ja schon von 2000,
4 an. So, da war ich das erste Mal auf der FIBO am Stand und so. Und da haben wir auch zusammen am Stand gestanden. Okay. Da war damals für Weidern unterwegs und da war er noch gerade noch nicht mal deutscher Meister. Haben wir uns eigentlich auch gut verstanden und so. Und aber ich war halt immer nie so der Typ, der den Leuten da so den Arsch kriegt und immer so hier, oh, du bist ja so gut. Und dann hat er einen deutschen Meister geholt und dann habe ich es auch gesehen bei der Deutschen Meisterschaft 2006. Dann war 2006 nämlich, hat er den WM-Gesamtsieg gerade geholt und er hatte einen Gastauftritt bei der Deutschen. Ich wurde deutscher Meister damals. Da haben wir schon so ein bisschen mehr, also wir haben uns immer mal wieder überall mal wieder so gesehen und so. Und auch für FIBO dann hier und da und immer eigentlich ganz gut verstanden auch. Und da war nie so eine Diss, gibt ja manchmal so Leute, wo ich dann immer so eine Diss, Balance hatte. Aber bei Dennis war immer eigentlich alles so, dass wir cool miteinander waren. Und dann kam das, glaube ich, 2018, 19, wo ich den Olympia, wann war das? 19 habe ich den gemacht. 19 hast du den Olympia gemacht, ja. Naja, dann war das so, dass ich dann ja, in Chicago nicht so gut abgeschnitten hatte da. Und dann bin ich ja mit Thomas Koch damals mit Team Andro rüber. Und dann hatte ich sowieso, glaube ich, gerade mit Dennis ein bisschen, weil er auch zu GN wechselte, haben wir dann öfter mal Kontakt gehalten gerade. Das war gerade, wo er zu GN wechselte. Oder gerade dabei war, zu GN zu wechseln. Hatten wir ein bisschen Kontakt, hat er ein bisschen gefragt, so dies und das und so und so. Und wie es bei mir läuft so und so. Und dann hat er auch, genau, da war ich auch in New York noch davor, glaube ich. Da hat er mir schon Props gegeben, also hier, ne, Props, neues Wort hier, das habe ich noch mitgenommen. Da bin ich schon neumodisch, also Komplimente geschickt, gut aussehen und mach weiter so, bist auf dem richtigen Weg und so. Und dann, wie gesagt, war ja Chicago so schlecht gelaufen, da meinte er dann so, schrieb er mir so, ja, was hast du denn gemacht und wie und so und so. Und dann sagte er, hey, pass auf, was hältst du davon, wenn du jetzt nach Vegas kommst und wir fliegen zusammen nach, hatte Dennis eigentlich so, wie gesagt, in die Wege geleitet, so ein bisschen. Dann hatte ich, wie gesagt, Chicago halt so schlecht abgeschnitten, 13. Platz. Und dann hat er gefragt, was hast du gemacht, wie hast du es gemacht, ist das, das. Und dann sagte er halt, weißt du was, was cool wäre, wäre doch cool, wenn du nach, jetzt einen Zwischenstopp in Las Vegas machst. Und dann von Las Vegas fliegen wir zusammen nach Kanada. So, da hat er noch gesagt, so vielleicht würde GN noch auch damals das für ihn noch übernehmen oder irgendwie, also die Flugkosten oder so. Dann war das auch noch so, haben die es getan. Und dann sind wir zusammen mit, bin ich ja erst bei ihm noch ein bisschen trainieren gegangen da, also in Las Vegas, zusammen trainiert das erste Mal. Und dann sind wir mit Dennis zusammen, mit Thomas Koch nach Kanada geflogen damals, nach Vancouver. Mhm. Wo ich dann den dritten Platz gemacht habe und mit diesem dritten Platz mir dann die Quali geholt habe für den Olympia. Das war so das erste, so sind wir zusammengekommen damals. Und so kam das dann, war ich ja qualifiziert und danach ging es dann weiter mit, dass er mich eingeladen hat zu sich dann. Das war auch so ein bisschen so ein Privileg, sagt er auch so, das mache ich nicht mehr, würde ich nicht mit jedem machen. Meine Frau und ich, wir laden dich gerne ein und kommst zu uns und wir machen Camp hier, kommt noch der andere russische Kollege und dann könnt ihr euch gegenseitig ein bisschen pushen und was hältst du davon und wäre doch eine geile Idee und so. Also das habe ich mich natürlich riesig gefreut, habe ich mich sehr geehrt gefühlt, also er sagt selber, das macht er nicht mit jedem und wie gesagt, weil auch das Menschliche zusammenpasst, weil auch da dieses ne, die Chemie stimmt bei euch. Genau, die Chemie stimmt und es ist, wie gesagt, auch wo ich dann die 4 Wochen bei ihm war beim Training, das hat schon gefunkt, war schon, trotz dass es hartes Training ist, haben wir auch Spaß gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, so, war schon geil. Dann das zur Story mit Dennis Wolf, dann nächste Frage. Ja. Könntest du dir vorstellen, nochmal ins Erotik-Business einzusteigen? Und was war damals der Grund, warum du diesen Schritt gegangen bist? Könnte ich. Ja, wenn ich jetzt alle Stricke reiße und hier nichts mehr läuft, hier beim Bodybuilding, könnte ich auch noch da ein bisschen rumbumsen. Theoretisch so, oder wenn ich jetzt keine Freundin hätte und so. Könnte ich alles so, du, ich bin für alles immer so. Du bist nicht so verklemmt, oder? Ich bin da nicht so ernst. Ja, ich hatte auch, du wirst lachen, ich hatte jetzt auch schon zwischendurch mal Anfragen hier bei Instagram von so den Damen da, die da so im Gange sind, da auf My Dirty Hobby und überall da und nirgendwo und so. Fragen die mich schon mal, hier hast du nicht, kommst du nicht um die Ecke hier mal für so einen Dreh und das, wo ich dann sage, du, tut mir leid, Baby, für so einen Scheiß gebe ich mich jetzt aber nicht mehr her. So, also, wieso, wenn die Börse stimmt?
Nee, auch wenn die Börse nicht da, das hat nichts mit Börse zu tun. Und auch das gibt's auch nicht viel Börse da. Für so einen Dreh wie so 150 Euro oder sowas, das ist ja nicht, ja, gut, jetzt, das ist keine, das Börse ist so. Da hat Ulrich Oehm damals mehr bezahlt da. Mhm. Also wie gesagt, das ist, und das hat auch nicht mit dem Geld zu tun unbedingt so. Aber wie gesagt, nee. Damals also auch glaube, nicht, oder war es damals auch so, ich bin jung, nee, und damals war es schon Geld. Das Geld. Damals war es wirklich so, ich war jung und brauchte das Geld und es war auch nicht wenig Geld. Waren ein paar tausend Dollar und die haben mir gut, die haben mir damals, ich hatte Schulden damals und die habe ich damals beglichen damit. Also damals mit 3.000-4.000 Dollar, da konntest du gute Schulden, konnte ich gut diese Schulden loswerden. So. Und das, wie gesagt, wie alt war ich, 3.24 so. Das war, ja, aber das habe ich halt gemacht. Ich stehe da heute noch zu und. Ja, eben. So, da habe ich kein Problem mit. Also ich würde auch, wie gesagt, wenn jetzt heute ich hier mit Bodybuilding gar nichts gewesen wäre mehr und ich so richtig auf der Straße gestanden hätte oder nicht wüsste, was ich tun und machen könnte, da würde ich vielleicht auch wieder reinrutschen oder so. Was im Sinne des Wortes so. Hm. Aber muss ich ja leider nicht, habe ich es nicht, oder leider, ich sag mal so, habe ich es da leider nicht nötig, sag ich mal so. Hm. Ne, Gott sei Dank so. Dann kommen wir zur nächsten Frage, auch sehr elementar. Wann machst du den Führerschein fertig? Oh, ich kann, glaube ich, sagen, von wem die Frage kommt, nämlich von Johannes Lukas. Johannes Lukas, ja, genau. Der hat mich versucht, gestern anzurufen. Da. Der auch mal, nur, der Kollege, ja, der redet auch mal so, wenn ich habe, muss ich ihn abwimmeln gestern. Mit dem will ich schon lange mich unterhalten. Naja, jedenfalls, Johannes, liebe Grüße erstmal. Du hast recht, ich muss ihn machen, aber ich glaube jetzt. Erstmal mache ich die Olympia-Vorbereitung. Vielleicht, wenn ich die Olympia-Vorbereitung endlich zu Ende hat, dass ich ihn zu meinem 40. Geburtstag endlich mal packe. Das wäre mal eigentlich so ein. Wäre eine Motivation, wäre eine gute Sache. Mhm. Vielleicht schaffe ich es bis dahin. Dann haben wir ja das auf jeden Fall auch geklärt. Aber kommt, wie gesagt, das ist halt. Ja. Mal zusammen, möchte mal sagen, wie gesagt, eigentlich ist es so. Ich bin jetzt nicht der Typ, der dann. Ich brauche kein Auto groß hier in Hamburg oder so, der braucht keine dicke Kutsche fahren oder kein dickes Auto. Ich bin da total bodenständig oder total bescheiden. Ich brauche auch keine große Bude hier. Meine Wohnung, wo ich hier bin, das ist nichts Besonderes. Ich habe hier ein kleines Bett und da ein kleines Wohnzimmer, hier noch Küche. Da, jeder, der meine Storys guckt oder meine Videos, weiß, ich bin eigentlich bescheidenes Kerl. Ich brauche kein dickes Auto, brauche keinen. Ziehe hier fast im Grunde nur noch die GN-Sachen an. Privat trage ich vielleicht, wenn mal eine Jeans von H&M hier oder so, oder von Gorilla Wear habe ich hier so eine Jeans noch tragen. Ich habe 2, 3 Jeans in den Schrank so und 4, 5 Paar Schuhe. Das ist eben das auch, was meine Freundin immer sagt. Ich bin da sehr, sehr pragmatisch und bin da nicht so der Styler-Typ, der irgendwie hier so Gucci und Louis Vuitton irgendwie was haben muss oder Schuhe von 250 Euro Nikes oder so, das ist jetzt nicht so meins. Also ich bin da sehr, für mich ist wichtiger Lebensqualität, dass ich die Kühlschrank aufmache, Milchstätte ist drin, Nutella. Mein Stück Fleisch und dass ich mit meiner Freundin mal einen Burger essen kann, dann bin ich glücklich so, dann stimmt die Welt für mich, also das ist für mich wichtig. Dann, also, aber wie gesagt, Führerschein trotzdem an sich ist schon natürlich nicht verkehrt, wenn man ein bisschen mobiler ist. Dann lass uns mal zu deinem T-Shirt kommen, was du gerade schon so schön in die Kamera gehalten hast. Da fragt nämlich jemand, woher kommt der Begriff Zossel? Zossel ist vom Bud Spencer-Film, vom okay. Bud Spencer-Transil. Da, glaube ich, gibt es in so eine Schelle und dann so Zossel. Das ist so, das ist gar nicht meine Welt gewesen. Und Zossel. Und wie gesagt, das ist so meine Welt, Bud Spencer, Terence Hill, das sind die Filme schlechthin und damit bin ich groß geworden. Das waren damals meine Helden ohne Muskeln und wie gesagt, so ein bisschen sehe ich mich da auch mal wieder. Also die Jungs sind halt, damals hatten keine großen Muskeln, aber die hatten halt so Humor und Charakter einfach so, wo ich sage, das können auch Vorbilder sein. Einfach die gewisse Ausstrahlung haben, gewissen Humor und ein bisschen immer positiv in den Tag hinaus. Schon. Die waren dann auch auf einer einsamen Insel und immer positiv, immer lustig und immer so irgendwie schaffen wir es schon zu überleben. So, das war immer, das ist so mein Motto so. Und so lebe ich dann auch das Ganze auch so. Mhm. Zossel war das eine, dann fragt hier noch jemand, wann kam es zum ersten Mal zum Ausspruch Masse? Naja, dieses Masse-Ding kam nochmal zum Teilreport. Da kam ja auch das Qualität da gleichzeitig so, ja, dass ich ja dann irgendwie, oder nee, Masse kam auf der FIBO, glaube ich, mehr oder weniger so.
dass ich dann sagte, eigentlich dreht sich hier alles um Masse. Also eigentlich, auf der FIBO ist es ja so, 2000, glaube ich, 10, 11 war es denn, beim Team Anno stand, da war es ja damals so, dass ich so sagte, so, eigentlich dreht sich hier so um Masse alles. So, die Weiber an den Ständen müssen massige Ärsche, massige Titten haben. Die Jungs an den Ständen müssen massige Muskeln haben. Und die Jungs, die hier die Stände erbauen, hier die Supplementhersteller, wollen massig Geld verdienen, also massige Portemonnaies haben. Eigentlich dreht sich hier die ganze FIBO, dreht es nur um Masse. Und das war so, und dann ging es ja los mit Muskeln, Moneten und Muschis, so war damals einiges da. So, dass ich gesagt habe, hier da am Stand sind nur Muskeln, also Muskelmänner, Moneten, die Monetenmacher da, die das, die Produkte verkaufen wollen. Und die Muschis, die dann die Jungs an den Stand holen wollen. So ist der Kreislauf. Und so ist es heute auch noch, glaube ich, so. Wenn du so die Meisterschaften anguckst, kannst du genauso sagen, es dreht sich um Muskeln, Moneten und Muschis, wenn du so willst. Ja, der Verpromoter der Meisterschaft möchte Moneten machen. Die Muschis zeigen die Ärsche und die Muskelmänner zeigen die Muskeln. Mhm. Eigentlich ganz einfach gestrickt so. Eigentlich ja. Halt doch, wenn du so willst, sehr oberflächlich, ne? Dann nächste Frage, bisschen ernster. Machst du dir größere Sorgen um deine Gesundheit, nachdem du damals die Herzprobleme hattest? Nein, die Herzprobleme hatte ich ja nur Herzrhythmusstörungen, Gott sei Dank. Und seitdem gehe ich auch, oder war da damals auch schon öfter, wie gesagt, ich bin ja schon seit Jahren immer so gewesen, dass ich regelmäßig Blut ab, seitdem ich 20 bin, nehme ich immer regelmäßig Blut ab. Alle 3, 4, 5 Monate mal so im Schnitt lasse ich Blut abzapfen, dann lasse ich auch ein EKG machen regelmäßig. Oder wie gesagt, ich gehe jetzt auch einmal im Jahr gehe ich zum Herzologen, wie heißt das hier? Kardiologen. Oder da gehe ich immer in Schwerin zu meiner Kardiologin. Die ist super nett so und die ist auch sehr aufgeschlossen und die sagt dann auch, Herr Bentin, Sie müssen so und so und so und so, ja, gucken Sie mal und so. Also die sind dann auch so, nicht so, dass sie sofort sagen, ey, Sie müssen sofort aufhören mit allem und so. Also da ist dann auch schon so, dass man sich ein bisschen, also da meine Herzinnenwand zum Beispiel, hat sie gesehen, die hat sich selbst bei dem Jahr 2019, wo ich ja wirklich New York Pro früher hatte, dann hatte ich noch, dann wie gesagt, Chicago im Sommer, dann noch Kanada, noch glaube, da habe ich richtig einen Marathon gemacht, dann noch Olympia, ja. Richtig viele. Und da habe ich auch richtig reingehauen so und auch war auch unter Stress und unter Strom die ganze Zeit in dem Sinne. Da hätte eigentlich die Herzinnenwand so, die ja das Problem bei uns Bodybuildern ist, schon noch ein bisschen wachsen. Und die war eigentlich dann wieder genauso. Also die war irgendwie was bei 12,8 oder fast 13 Millimeter. Das ist jetzt so, ich glaube, der normale Mensch, so der Gesunde, der so nicht, der hat eine 11 bis 12 Millimeter Innenwand so ungefähr. Und ich habe ein bisschen dann drüber einfach. Sie sagte dann so zu mir, eine richtige Schlimme wäre es, wenn du 16 hättest. So. Mhm. Bei 16 fängt es an, dass es gefährlich werden kann. So. Und solange das in dem Maß bleibt, sagt sie so, wenn du jetzt nachher meinetwegen wieder alles absetzt und dann ein Jahr wieder sein lässt, kann es sein, dass sie von 13 mm auf 12 wieder zurückwandert. So, so ist es meistens so. Und dann, das ist das Wichtigste so. Und dass die Herzpumpfunktion funktioniert, das war alles, ist alles vonstatten, alles super läuft das. Und diese Herzrhythmusstörung damals hatte ich dann auch durch sehr viel Stress. Ich hatte ja beim Fit One damals gearbeitet, da habe ich auch sehr viel Stress gehabt. Dann hatte ich ja da auch ein bisschen mit dem Chefchen da ein bisschen so ein kleines Problemchen und musste dann vor Gericht und alles und so. Und das hat mich dann schon so ein bisschen, weil ich da auch sehr viel investiert, auch sehr viel, da war ich auch sehr loyal, sag ich mal, ich bin ja auch ein sehr loyaler Typ, aber auch sehr viel für den Laden damals getan und wurde dann auch gefickt, sag ich mal so, ganz ehrlich dazu, ne? Also da wurde ich dann so ein bisschen nicht so gut behandelt und war dann auch vor Gericht und ja, das war nicht so eine schöne Sache so und das hab ich so ein bisschen an mich rangelassen und gleichzeitig dann Wettkampfgeschichte noch Stress und also dieser ganze Stress hat dann so ausgelöst, dass ich wahrscheinlich diese Herzrhythmus-Geschichte-Störung da hatte damals. So, und dann seitdem her habe ich das eigentlich weniger so. Das, so also alles wieder gut. Geht es eigentlich sehr gut mit meinem Herz. Ja. Also wie gesagt, ich kontrolliere auch alles und schaue nach und das ist wunderbar alles. Also alles im Rahmen. Okay, dann nächste Frage. Was machst du jetzt besser oder anders als zur Amateurzeit? Ich glaube, die Frage kam auch von Johannes Lukas. Was mache ich jetzt besser? Oder anders? Anders.
So viel mache ich auch nicht anders. Also ich mache eigentlich immer noch trainingstechnisch fast im Grunde dasselbe wie früher. Jetzt die Vorbereitung hat man noch ein paar Sachen anders gemacht, durch den Input von Dennis Wolf. Früher war ich immer so, bloß nicht zu viel trainieren. So, da war ich auf dem Dorian Yates Konzept, so 2 Tage Training, 1 Tag Pause. Habe ich selbst in der Wettkampfvorbereitung so gelassen. Jetzt durch Dennis Wolf habe ich natürlich den Schub nochmal gekriegt, dass er sagte so, gerade deine Backseite, den Rücken, den Arsch, den musst du hart kriegen. Da habe ich dann die Geschichte nochmal 2-mal die Woche nochmal trainiert. Also ich habe jetzt schon 6-mal die Woche trainiert, manchmal 7-mal, manchmal, also so viel trainiert wie jetzt, diese Vorbereitung zum Beispiel, habe ich noch nie. Okay. Da waren wirklich Tage dabei, Wochen dabei, wo ich dann wirklich 6-7 Tage die Woche trainiert habe. Und manchmal den Rücken oder den Arsch 2-mal die Woche so. Ja. Aber wie gesagt, es kommt eigentlich ganz gut auch. So. Ansonsten in der Off-Season bin ich mir noch der Meinung, dass der Muskel wächst in der Ruhephase nicht zu viel. Da mache ich lieber weniger als zu viel. Okay. So. Nächste Frage. Wer sind für dich die Top 3 aller Zeiten bezogen auf die 212er-Klasse? Oder 202er war es ja auch eine Zeit lang. Ja gut, ganz allen voran ist natürlich Flex Ruiz der Top-Mann, der Top 1, also alles ja nichts voran. Jetzt, wenn du so willst, ein Hardy Chopin war noch eigentlich so fast seinesgleichen, wenn du so willst, hat bloß halt nicht da groß gestartet. Eher so, und dann wer war noch ziemlich, ja, dieser Eduardo Correa war schon sehr gut noch. Ansonsten, das waren so, glaube ich, ja, das waren so die Top 3, die jetzt so da so meine Meinung, so, oder die Top 3 Typen, die auch wirklich brutal gut aussahen. Also die brutale Härte, brutale Körper, also diese drei, wenn diese drei dieses Jahr starten sollten, so ein Hardy Chopin in der 212, so ein Flex Lewis in der 212 und so ein Eduardo Correa, dann sind das, wären das auch meine Top 3 Favoriten, die jetzt alle anderen Jungs hinten stehen. Also auch so ein Sean Clarida, glaube ich. Okay, nächste Frage. Möchtest du mal Kinder? Ja, hatte ich ja schon mal versucht. Es hat nicht geklappt damals. War gut oder war schlecht, dass es nicht geklappt hat? War schon ganz gut im Nachhinein, dass es nicht geklappt hat. Ich habe ja auch eingefrorene Spermien. Und ja. Ach, okay. Ja, habe ich ja. Mal gucken jetzt. Also wie gesagt, was ich vielleicht also? Jetzt, ja, schon ein bisschen. Ich plane natürlich. Ich bin ja nicht, bin kein Osterhase, der ein bisschen, bin da schon einer, der weit voraus immer ein bisschen schaut. Und ich denke mal jetzt, wie gesagt, wenn jetzt die Olympia-Vorbereitung ist, hinter mir ist, dann schaue ich mal gucken, mit meinem Mädel mal, haben wir uns schon besprochen, dass wir nochmal gucken, dass wir dann mal eine Länge oder mal ein halbes Jahr vielleicht versuchen. Aber es ist eben, der Körper ist eben auch verschieden. Beim einen springt es an nach 2 Monaten oder nach 1 Monat oder beim währenddessen oder beim anderen. Braucht die Achse ein halbes Jahr oder 1 Jahr oder 2 Jahre, das ist eben verschieden. Das kann Glück und Pech sein. Willst du es aber schon eher auf natürlichem Wege erstmal versuchen, bevor du natürlich, auf die natürlich, genau. Eingefrorenen zurückgreifst? Genau, genau. So schon das mit Liebe und Sex will ich das natürlich so richtig schön kuschelig, innerlich so, dass mit ihr so schön, dass wir ein schönes Kind machen. So. Hätte ich Bock drauf. Okay. Ja, nächste Frage. Das wünschen wir uns schon auf jeden Fall. Ja. Nächste Frage. Was gibt es zu essen vor dem Akt? Nee, Quatsch. Also, nee, schon wirklich. Also, was ist dein Lieblingsessen abseits des Bodybuildings? Ja, jeder weiß schon, dass ich esse gerne Spaghetti Bolognese, Lasagne. Ansonsten esse ich gerne. Also Lasagne macht meine Freundin sehr gute, so die kriege ich auch heute Abend noch, nachher noch oder so oder morgen. Wahrscheinlich, ja, dann, was gibt's noch? Was esse ich noch gern? Burger esse ich so bei hier Hamburg Burger Heroes ist 1A Burger. Ansonsten esse ich bei meiner Oma Königsberger Klopse. Das wollte ich gerade sagen, ja. Da freue ich mich auch schon demnächst drauf. Also dass ich mal, vielleicht, wie gesagt, ich mache ja nächste Woche auch noch ein bisschen Sutsche. Werde ich mal nächste Woche meine Oma besuchen in Schwerin und werde ich mal Königsberger Klopse essen. Sowas ist schon, oder bei meiner Oma zum Beispiel Paprikaschoten, das ist auch so eine typische deutsche Geschichte, sowas mit Kartoffeln schön und Soße, das ist auch immer mal was richtig Geiles. Und das ist auch eine gute Sache. Das sind so meine Lieblingsmasse-Meals, so meine normalen Geschichten, so was ich, wo ich dann auch mal zurückgreife drauf zu. Nächste Frage, wie stehst du heute zu der Aktion mit Patrick Reiser auf der FIBO 2016? Das ist ja sogar mit uns verknüpft ein bisschen. Genau. Ich stehe heute noch dazu, was ich gesagt habe, was ich getan habe, alles war so, wie es ist. Und ja, so.
Patrick Reiser ist so ein bisschen wie Mike Sommerfeld wahrscheinlich, oder? Da gehst du keinen Schritt zurück. Ja, so ich heute, weiß gar nicht, heute kriege ich mit, der macht ja gar nichts mehr groß irgendwie auch oder so. Nicht mehr in der Fitness. Bodybuilding oder Fitness, ja, siehst, das meine ich ja. Da hat sich ja im Endeffekt alles, wie ich das schon gerade, auch der andere da, der KLS und das sind halt so diese, wie ich schon sagte, diese Blender halt so, die alle so wollen irgendwie eine Zeit lang was sein, was sie eigentlich gar nicht sind oder wo sie gar nicht 100% hinterstehen. Dann sind sie Fitnessbegeisterte oder und wollen den Leuten da erzählen, ey, macht so und trainiert so und macht das so. Wo ich so denke, so, was erzählst du für eine Scheiße da, du Affe? Halt bloß dein Maul und mach deinen Scheiß da alleine, so ungefähr. Also so. Sorry, dass ich so reden muss, aber ist meine Meinung halt einfach. Hm. So, und deswegen, das sind halt Blender für mich und das waren halt auch so kompliziert, so Typen, die das Ganze so nochmal verkompliziert haben, irgendwie hier, ey, Leute, ihr müsst hier du trainieren und ihr müsst der du und Mann machen und Flickflack und Fluck und das ist mir alles, wie gesagt, das ist alles mir zu viel Humbug so und ich stehe nicht so auf Humbug so. Ich bin halt oldschool, ich komme aus so einer oldschool-Ecke aus Schwerin. Ich habe das von meinem Freund Enrico Schütze oldschool kennengelernt und oldschool bin ich vorangekommen und würde auch jederzeit das weiter so jedem empfehlen, dass oldschool drumherum kommst du nicht. Du kannst da jetzt ein paar Sachen noch, wie gesagt, mit Dennis Wolf kommen wir auch ein paar New School Sachen rein, so hier die Übung, das, bisschen hier verfeine, bisschen Satz mit Abnehmensätze, dies, das, Dropsatz, aber im Endeffekt um diese oldschool Geschichte kommst du nicht drumherum, sag ich mal so. Dann jetzt die letzte Frage. Bist du manchmal gestresst von Social Media und würdest du dir wünschen, einfach nur Athlet sein zu können? Wie genau stresst dich das, wenn du so Stories machen musst, YouTube-Videos und sowas? Nein. Nein, also es gibt Tage natürlich, wo ich so sage, aber dann mache ich es auch wirklich. Also ich mache, bin ja so wirklich so ein Typ, wenn du so guckst, also die Story-Verfolger sehen das ja bei mir. Gibt manchmal Tage, wo ich dann auch mal ein, zwei Tage gar nichts poste, da poste ich gar nichts. Weil mir dann auch da gar nicht danach ist oder weil mir wirklich irgendwie was quer kommt oder ich mich nicht fühle oder irgendwas nicht gut gelaufen ist oder einfach ich keinen Bock drauf habe. Ja. Wenn ich keinen Bock drauf habe, dann habe ich keinen Bock drauf, dann mache ich nichts. Aber wenn ich, dann, wie gesagt, ich poste, ich versuche halt bei meinen Postings auch wirklich real zu bleiben. Und wenn ich Bock drauf habe, dann haue ich was rein und meistens haue ich auch die spontanen Dinge rein. Also bei mir ist nichts irgendwie so geplant oder gestellt oder so großartig. Wie gesagt, heute Morgen auch, da habe ich mit meiner Freundin gefrühstückt und habe gedacht, so, ach, vielleicht wird es die Leute interessieren, wie ich hier sitze mit ihr und was ich so esse. Habe ich auch eine Story nach dem anderen rausgehauen, weil es einfach so das wiedergibt, wie ich lebe, so wie ich bin. Und so halte ich das, so halte ich meinen Instagram-Account auch am Start oder am Leben, sag ich mal so. Dass ich da eigentlich immer so spontan die Dinge raushaue. Und meistens sind die spontanen Dinge auch so die besten, sag ich mal so. So halte ich es. Also eigentlich stresst es mich nicht. Also ich bin da cool, bin da konform. Also es ist schon. Wenn ich es kann, dann mache ich es rein. Und wenn auch beim Wettkampf nachher oder so, dann kommt was rein. Also. Es macht Spaß. Also es macht Spaß und ich finde es schön, wenn die Leute einem auch Feedback geben und wenn die Leute da sagen, ey, das ist ja lustig oder ey, das, was du da so von dir gibst, finde ich gut. Oder ich bitte deiner Meinung oder so. Oder auch eben, wenn sie nicht meiner Meinung sind, dann ist das halt so, dann kann ich es nicht ändern. Also ich würde mich niemals da irgendwie, weil die da jetzt so der Meinung sind, so und so, mich jetzt dann ändern zu müssen oder verstellen zu müssen oder irgendwie mich recht zu fair. Also ich würde rechtfertige mich auch für irgendwelche gewisse Sachen dann auch nicht. So, muss ich nicht machen. Also sollen die mich so mögen, die akzeptieren mich so und wenn die jetzt mich nicht so mögen, sollen die halt mich deabonnieren oder gar nicht gucken oder mir aus dem Wege gehen, sag ich mal so. So bin ich eingestellt eigentlich. So. Gut, das war auch die letzte Zuschauerfrage für heute. Es wurde noch so viel mehr gefragt, aber ich habe es mal aus Wesentliche zusammengefasst. Komm, gib mir noch zwei, komm. Ich habe alles schon so zusammengeschrieben, deswegen kann ich dir gar nicht mehr sagen, was noch es war. Aber insgesamt, was ich dir sagen kann, das ist vielleicht so für dich auch ganz interessant zu wissen, ich glaube, es gab noch nie so viele Zuschauerfragen bei irgendjemandem. Echt? Ja, wahrscheinlich auch, weil du halt nicht gekommen bist. Ich habe dich ja ganz lange bequatscht, dass du endlich mal kommen sollst, und dann bist du nicht gekommen. Deswegen haben die Leute schon so ein bisschen Spannung aufgebaut, aber alles gefragt für gewesen. Heute. Jetzt bist du da gewesen. Er kam, er kam, sah und siegte. Das schauen wir jetzt im Oktober. Er kam, war da und sah und siegte. Ja.
Ja, wie gesagt, das war mir eine Ehre, eine Freude. Jetzt sind wir, haben wir es ja endlich zusammengepasst. Und ich glaube, es war auch ein guter Zeitpunkt. War doch super jetzt, gerade nach dem Hat Wettkampf mir und was zu so. quatschen auf jeden Fall viel, Genau, meine ja. ich ja so. So vorher hätten wir wahrscheinlich gar nicht so viel, so viele aktuelle Sachen gehabt. So, jetzt, wenn wir es Monate vorher schon hier gedatet hätten, dann ja, so ist Willst du das, noch was Daniel. abschlussmäßig sagen? Fans, Follower, Supporter, Community, fällt dir irgendwas Ja, ein, was du natürlich, wie gesagt, loswerden viel, ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei allen meinen, wenn du schon sagst, es waren so viele, vielen Dank für die, fürs rege Interesse an mir und allgemein möchte ich mal natürlich schon auch allen Garnikus-Zuschauern danken, die mich followern oder mich supporten oder mich gut finden. Jederzeit Dankeschön auch überhaupt bei meinen Instagram-Fans, bei meinen YouTube-Fans, Freunden, Followern. Schönen Dank für den vielen Support, für die Unterstützung, für das viele positive Feedback jetzt nach den Wettkämpfen auch. Und ja, ich werde mir Mühe geben, das weiter so. Viele schreiben auch mal, wenn ich dann so höre, viele schreiben, bleib so wie du bist, das werde ich tun. Und jetzt werde ich, wie gesagt, Gas geben, beim Mr. Olympia Deutschland da so gut wie möglich zu vertreten. Und ja, ich bin sehr glücklich zurzeit und sehr zufrieden mit dem allem, wie es passiert ist. Und mehr kann ich nicht sagen. So, also wie gesagt, ich freue mich hier zu sein, zu dürfen, gewesen zu sein in deinem Podcast. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das gut angenommen wird. Und dass ja, ich vielleicht nicht wieder zu ehrlich war oder dass der ein oder andere wieder hier in falschen Hals kommt oder irgendwie wieder, weiß ich nicht. Aber wenn es so ist, ist es so, wie es ist. Ich, wie gesagt, sage nur, wie es ist. Und ich habe halt das Herz am rechten Fleck, sagen so viele immer. Und auf der Zunge. Und auf der Zunge und sag's halt, wie es ist. Und denke so, manche Sachen versuche ich halt trotzdem immer sehr, sehr transparent zu sein und auch die Leute ja keine Scheiße zu erzählen. Also wie gesagt, das ist mir ganz wichtig, dass ich nicht irgendwie hier den Leuten irgendwas vorspiele oder irgendwas ganz viel vorenthalte. So, jetzt, wie gesagt, wir wollen ja hier auch Real Talk ein bisschen machen und das war jetzt hier Real Talk von mir. Ich hoffe, wie gesagt, dass das gut aufgenommen wird von euch und wer Kritik äußern möchte, kann das gerne auch tun, aber dann ist das so. Ich werde mich trotzdem, werde trotzdem meiner Linie treu bleiben, glaube ich. Das ist gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg in Orlando und dass natürlich alles mit der Einreise klappt und du Top Ten erreichst. Da Wollen wir drücke ich hoffen, die so. Daumen. Danke auf jeden Fall, dass du dir auch die Zeit genommen Genau, hast. Mir Dankeschön. 2 Stunden hier voll gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir es irgendwann nochmal wiederholen könnten Aber und ja. mich dann nicht so lang warten lässt wie letztes Mal. Nach der Olympiade, du. Machen Vielleicht wir nach der alle. Olympiade. Machen wir. Mal In gucken, diesem ne? Sinne würde ich sagen, das war es mit einer weiteren Ja. Episode des Gannikus Podcasts. Wir sind raus für heute, würde ich sagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, Genau. ciao. Tschüss.